So, wir begrüßen ganz herzlich alle an den Bildschirmen. Herzlich willkommen hier bei uns. Hier im Saal sind schon einige Leute und jetzt schaut ihr auch zu. Herzlich willkommen. Heute haben wir das Thema Heilung. Heilung im Bereich Körper, Seele und Geist. In allen Bereichen, aber vor allem mal körperlich. Da beginnt es meistens immer. Heilung. Ich möchte beginnen mit einem Beispiel, wo ich verstanden habe, dass Heilung ganzheitlich ist und nicht nur auf den Körper bezogen ist, sondern wollen wir ins Thema einsteigen. Ich wurde selber geheilt von einer unheilbaren Krankheit namens MS und diese Botschaft ging dann rum und dann hat mich jemand angerufen und gesagt, hey, du bist doch geheilt von MS. Da sage ich, jawohl, kann ich mal mit dir telefonieren? Sage ich, kein Problem. Und dann hat er angerufen und mir seine Geschichte erzählt. Und dann haben wir eine Stunde lang telefoniert und er hat erstmal sein Herz aufgemacht für seine eigene Situation. Und während er auspackt, erzählt er mir die Geschichte, dass er Bassist war in einer Band in einer Gemeinde und war richtig gut im Glauben und dann plötzlich hat er Rückenschmerzen bekommen, ganz krasse Rückenschmerzen. Er geht zum Arzt, die finden nichts und suchen weiter, finden nichts und die werden immer schlimmer, diese Rückenschmerzen. Und es tut so weh, dass er gar nicht länger wie eine halbe Stunde stehen kann am Tag. Und während er so nach Heilung sucht, einen Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, sagte er, ich kann nicht länger stehen, ich muss aufhören mit meinem Dienst in der Gemeinde, hat er beendet. Dann war er verlobt und hat gesagt, das kann ich meiner Frau nicht antun, so werde ich nicht heiraten, ich beende die Verlobung. Ich kann ihr das nicht antun, dass ich so nur eine halbe Stunde stehen kann am Tag, das geht nicht. War er kurz davor, seine Verlobung zu beenden. Dritte Sache, er war im Studium, war kurz vor dem Ende seines Abschlusses und sagt, ich kann nicht lernen, ich kann so nicht weitermachen, ich muss beenden. Gemeindedienst, Verlobung und Studium. So, und jetzt ruft er mich an, bitte mach mal was. Gut, also erzählt mir seine ganze Leidensgeschichte und ich höre seine Geschichte und während er dann so erzählt, also man hat dann eine Stunde Zeit, kann man immer auf den Herrn hören, das ist ziemlich gut. Also Lektion Nummer 1, während jemand dir was erzählt, höre schon zu, aber gleichzeitig auf den Herrn. Nicht auf seine Stimme oder auf ihre Stimme, sondern auf den Herrn. Und dann zeigt mir Gott, ich soll jetzt beten für ihn, sage ich, alles klar. Die Bibel sagt, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das sagt ja Jesus. Ja? So, sage ich, glaubst du an das Wort Gottes? Sagt er, jawohl. Sage ich, jetzt machen wir es so, wir machen es entsprechend dem Wort Gottes. Kranken werden sie die Hände auflegen. Du bist hier gerade am Telefon, du hast eine Hand am Telefon. Jawohl. Die zweite ist frei, oder? Sagt er, jawohl. Leg mal die Hand auf sich selber. Ja. Steht da nur, Kranken werden sie die Hände auflegen. Gut, er glaubt, also hat er Hände aufgelegt. Am Telefon, sage ich, und jetzt sprich mir nach. Und dann hat er mir so nachgesprochen. Und während wir beten, sehe ich plötzlich eine, was ist das? Wie so ein geistliches Wesen, was in seinem Rücken reinbeißt. Besser kann ich es nicht beschreiben. Und sage ich, du, ich sehe was in deinem Rücken, wo reinbeißt und sich festgebissen hat. Und es will nicht loslassen, das produziert die Schmerzen. Ich sage, okay, was ist das? Und dann zeigt Gott mir einen Namen darüber, Unvergebenheit. Sag ich, du hast durch Unvergebenheit hast du erlaubt, dass auf der geistlichen Ebene eine Tür aufgemacht wurde und das reingeschossen ist. Und das ist wie ein Anziehungspunkt für alles Mögliche, unter anderem auch Krankheit. Sagt er, ist das so? Sag ich, also ich, so habe ich es gesehen. Bist du bereit zu vergeben? Sagt, ich bin bereit. Sag ich, was ist bei dir drin mit Unvergebenheit? Und er erzählte mir von seinem Vater, was da geschehen ist. Sag ich, bist du bereit, heute vor mir als Zeugen deinem Vater zu vergeben? Sagt, ich bin bereit. Und hat es gemacht am Telefon, seinem Vater vergeben in allen Bereichen. Und er hat bewusst Vergebung ausgesprochen. Und in diesem Moment habe ich gesehen, wie all das ausgesprochen hat, dieses Ding weggegangen ist. Das Anrecht war weg. Aber es war eine Wunde noch dran. Dann habe ich im Glauben Hände aufgelegt, also im Glauben. Und das Ding wurde geheilt im Glauben erstmal. Körperlich hat er nichts gespürt. Und dann habe ich ihm gesagt, wunderbar, das Ding haben wir in der Wurzel jetzt gelöst. Ähnlich wie bei Jesus, er hat diesen Baum verflucht und die Wurzel war zerstört. Sichtbar wurde es erst später. Dann habe ich gesagt, jetzt musst du eine himmlische Medizin machen. Ja? Also dreimal am Tag, morgens, mittags, abends, bitte das Wort Gottes aussprechen. Ich habe ihm so Heilungsbibelstellen gegeben. Alles, was im Wort Gottes steht über Heilung. Und dann gesagt, jetzt machst du morgens und mittags und abends, wie nach einem Arztbesuch, Medikamente nehmen, machst du jetzt eine biblische Medizin.
entschieden, nämlich du nimmst diese Liste und tust sie morgens und mittags und abends aussprechen. Ich sagte, gut, kein Problem, ich habe ja viel Zeit, ich sitze den ganzen Tag zu Hause rum. Hat er dann gemacht. Und dann hat er jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend das gemacht. Eine Woche ging rum, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Und langsam merkt er, es wird irgendwie besser. Aber er glaubt es nicht so richtig. Wahrscheinlich muss er wieder zurückkommen, hat er gedacht. Und er macht weiter und es wird immer besser. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Nach einem halben Jahr ruft er mich an. Sagt, Daniel, tatsächlich ist alles weg. Vollständig weg. Alles, bis heute. Und ich bin so ermutigt. Alles weg. Und dann habe ich eins verstanden. Körperliche Krankheit und diese seelischen Dinge haben oft ein Zusammenspiel miteinander. Und wir brauchen nicht nur diese Gabe der Heilung, über die wir heute reden, sondern auch die Gabe der Erkenntnis, Gabe der Weisheit, um zu dienen bei solchen Leuten. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt werde ich wieder ganze Sachen mit Jesus machen. Er hat dann gesagt, es ist voll angenehm, nicht mit Schmerzen rumzulaufen. Sage ich, ja, das ist absolut angenehm. Und dann hat er wieder angefangen, Bass zu spielen im Lobpreisteam. Er hat geheiratet. Ja, seine Verlobung nicht aufgelöst, sondern er hat es gemacht und hat sein Studium beendet mit 1,2, ziemlich gut, und hat gesagt, Daniel, als Dank werde ich mit dir in die Mission fliegen. Sag ich, gut, dann waren wir zusammen in der Mission, haben wir gereist, und er hat seine Zeit auch dem Herrn gegeben, und heute ist er wiederhergestellt, ein Mann Gottes. Warum? Weil der Dienst der Heilung so wichtig ist. Ich möchte euch ermutigen, da wo die Möglichkeiten der Ärzte aufhören, da beginnen erst die Möglichkeiten Gottes. Da wo die Weisheit der Menschen aufhört, da beginnen die Möglichkeiten Gottes. Und da möchte ich ermutigen, wir haben im Wort Gottes die Lösung und die Verheißung bekommen. Okay, ihr habt ein Skript bekommen. Wer von euch hat kein Skript? Vielleicht gehst du mal kurz an den Eingang. Dann. Wer kein Skript hat, noch mal kurz zum Eingang gehen. Ihr bekommt dann eins. Könnt das Skript gerne mitnehmen und wir werden dann hier zusammen einsteigen in das Skript. Wir werden heute ziemlich tief gehen, also normalerweise kann ich in keiner Predigt so tief gehen, weil einfach die Zeit nicht da ist, aber jetzt können wir ganz tief gehen in die Wurzel der Heilung sozusagen. Was hat Heilung zu bedeuten? Und wir bauen das ziemlich tief auf und gehen dann so in der zweiten Hälfte ganz tief rein. Also wir werden so nicht mehr auf Anfängerniveau sein, sondern schon so, ja, obere Niveau. Manche werden von euch schlucken wahrscheinlich, aber es wird gut. Also am Anfang geht es ganz normal los, wir müssen ein Fundament aufbauen und mit dem Fundament dann werden wir ziemlich hoch gehen und ihr werdet also mit gutem Handwerkszeug nach Hause gehen. Und dieses Handwerkszeug ist bei euch in der Hand, in eurem 10-seitigen Skript. Wir werden beginnen heute mit der Verheißung Gottes, also haben wir überhaupt eine Verheißung? Wir werden heute einige theologische Kühe abschießen. Was sind theologische Kühe? Das sind irgendwelche Lügen, die Menschen in den Kopf gesetzt haben. Und diese Kühe, diese theologischen Lügen, hindern, dass man zum Durchbruch kommt. Also die Lüge muss raus, die Wahrheit muss rein. Was ist die Wahrheit? Nicht, was das Missionswerk Strahl der Freude verzapft, sondern was das Wort Gottes sagt. Das ist entscheidend. Ja, nicht ich bin das Entscheidende, sondern das Wort Gottes ist das Entscheidende. Ja? Und wichtig ist, dass deine Theologie, dein Glaube, deine Handlung auf dem Wort Gottes basieren. Weil Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort wird niemals vergehen. Und so bitte, bau deine Erfahrung nicht, oder deine Theologie nicht auf Erfahrung, nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Glauben an Jesus Christus. Das ist das Entscheidende. Und somit wollen wir in Punkt 1 die Verheißung anschauen, in Punkt 2 die Jünger, die diesen Auftrag bekommen haben, und in Punkt 3 über göttliche Heilung. Da wollen wir ganz tief reingehen und einige Grundlügen, die in unserer Gesellschaft abgehen, entlarven und somit mit Wahrheit ersetzen. Wir wollen reinschauen, wo ist der Ursprung der Krankheit her? Was ist Gottes Wille für uns? Und dann die Standardfrage, wo ich dauernd immer kriege, warum werden manche Menschen nicht geheilt? Da gehen wir heute rein. Dann, wie kommt Heilung zustande? Gibt es eine Beziehung zwischen Sünde und Krankheit? Auch in Punkt 3 werden wir es besprechen. Und zwar, manche Leute sagen, weil du gesündigt hast, will Gott dich strafen, deswegen bist du krank. Ja, das ist auch so eine Theologie, vor allem in der Gesetzlichkeit gibt es das oft. Da wollen wir reingehen und dann am Ende wollen wir, wie könnt ihr für Heilung beten und was ist das Ziel der Heilung überhaupt? So möchten wir dann enden mit 3.6. So, dann wollen wir zusammen reinschauen. Punkt 1.1, ihr könnt hier vorne mitgucken oder gleichzeitig in euer Skript hineingucken. Gottes Zusagen für uns. Die größte Zusage, die wir haben im Neuen Testament, ist nicht die Zusage auf Heilung. Die größte Zusage ist die Zusage für ewiges Leben.
Ja, das ist mit Abstand das Größte überhaupt. Und das steht in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Ja, das ist mit Abstand das Wichtigste überhaupt. Wenn du wählen könntest, krank sein, aber gerettet oder gesund und verloren, dann wählt man natürlich krank und gerettet. Aber das Gute ist bei Jesus, er gibt Heilung und Rettung, beides zusammen. Ja? Aber viel wichtiger ist, das ewige Leben zu haben. Und das muss man am Anfang hinstellen. Jede Heilung führt auch mit einem Ziel zu Jesus hin, dass Jesus verherrlicht wird. Nicht, dass wir verherrlicht werden, sondern Jesus. Und es geht immer um eins, dass wir das ewige Leben haben. Und das steht auch im 1. Johannes Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir die Sünden von Jesus vergeben bekommen und dass wir gereinigt werden. Neben der Verheißung für das ewige Leben und der Sündenvergebung, die wir gerade gelesen haben, hat Gott noch viele weitere für uns vorbereitet. Die Liste seiner Versprechen an seine Kinder sind sehr lang. Unter anderem hat er uns auch Heilung und Befreiung verheißen, die wir jetzt hineingehen wollen. Und diese Verheißungen, die gelten für alle Kinder und sie gelten auch genauso heute wie damals. Denn Jesus Christus ist dasselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Ja? Das ist ganz wichtig. Es gibt eine Theologie, die sagt, es war früher mal, aber heute nicht mehr. Nein, es ist Jesus der Gleiche. Wir gehen da noch gleich rein. Wichtig ist zu verstehen, wenn wir in theologischen Lügen drin sitzen, ist der Zugang zum Empfangen aus Glauben wie zu. Denn dir geschehe nach deinem Glauben, sagt Jesus. Und wenn unser Glaube nicht auf dem Fundament der Bibel steht, sondern auf irgendwelchen theologischen Dingen von Menschen, die aus Angst oder aus deren Erfahrung reden, dann bauen wir uns wie zu. Deswegen ist es entscheidend, dass wir das Wort Gottes nehmen und das Wort Gottes als Grundlage haben. Und wenn wir über Heilung reden, wollen wir so eins verstehen, es geht immer um einen Punkt, das ewige Leben. Jesus hat Menschen geheilt, um sie gezogen und gesagt, komm und folge mir nach. Es geht immer um eins, das ewige Leben. Und da ist ganz, ganz wichtig, wurde ich heute darauf hingewiesen, Heilung ist sehr gut, aber der Heiler ist viel wichtiger. Die Beziehung zum Heiler ist entscheidend. Wenn wir über das ewige Leben sprechen, haben wir eine Liebesbeziehung zum Schöpfer. Der, der dich geschaffen hat, mit dem kannst du jeden Tag reden. Weißt du das? Voll cool. Gott sei Dank, das ist so gut. Und es geht um eins, nicht ein Produkt von irgendeinem Nikolaus, wo wir kriegen, nicht so, sondern es geht um eine Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, dem Heiler. Man kann nicht die Heilung vom Heiler trennen, es geht nicht. Ja. Als ich damals geheilt wurde von der MS, 2003 war das, habe ich ganz viele Anrufe bekommen. Ui, da ging es ab. Und ich war im Fernsehen und dann wurde das ausgestrahlt und dann haben ganz viele Leute mich angerufen. Und irgendwann hat mich so ein Esoterik-Ehepaar angerufen. Und war ein Mann und dann sagt er, Herr Häcksler, erklären Sie mir bitte das Prinzip der Heilung. Und ich bin selten so, aber da wurde ich aggressiv. Heiliger Zorn. Ich habe gespürt, wie dieser Mann versucht, die Heilung vom Heiler zu trennen. Das geht nicht. Sag, das, was du da suchst, ist eine Energiequelle im Esoterischen. Das ist ganz oft so Energie. Ja? Energiequelle. Und du suchst eine Heilung, aber du findest sie nicht in einem Produkt. Den Frieden, den du suchst, den findest du nur in Jesus Christus beim Heiler. Nur das ist der Punkt, ja. Heilung ohne Heiler ist ganz schlecht. Und dann sage ich, was du suchst, ist Jesus und nicht das Produkt. Und dann, bumm, hat er aufgelegt. Ein paar Minuten später ruft er nochmal an mit seiner Frau zusammen. Also ich habe dann mit beiden geredet. Und ich soll es bitte nochmal erklären. Habe ich das Gleiche nochmal erklärt. Und beide aufgelegt, ja. Nächsten Tag ruft der indische Guru von denen an. Auf Englisch durfte ich das Ganze erzählen. Konferenzschaltung. Indien und die zwei und das gleiche nochmal auf Englisch. Er sagt, dass es um eins geht, nicht die Heilung, wo die Menschen suchen, sondern den Heiler. Und in der Beziehung des Heilers ist die Heilung ganz einfach. Deswegen möchte ich ermutigen, wenn wir über Heilung reden, geht es immer um den Punkt ewiges Leben und zweitens eine Liebesbeziehung, ein Frieden, der viel größer ist wie ein Produkt der Heilung. Es geht darum, um ein Erfülltsein, es geht um einen Frieden eigentlich. Und da drin ist ein ganz kleines Produkt, Heilung. Okay? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Da, wo wir gerade drin sitzen, ist ein kleiner Punkt von einem großen Erlösungswerk von Jesus Christus. Kann ich einen Amen hören?
Wunderbar, Amen, ihr seid gut drauf. Man spürt hier einen Hunger, das ist gut. Okay, Punkt 1, 2, jetzt wollen wir in die Verheißungen reingehen. Haben wir überhaupt Verheißungen für Heilung und Befreiung? Gibt es solche Verheißungen? Wir werden heute viel über Heilung reden, Befreiung tun wir aus Zeitgründen raus. Wirst du dann Anfang Juli, glaube ich, machen, gell? Genau, Befreiungsseminar auch wieder hier im Gottesdienst, hier im Gemeindehaus. Es gibt 4 große Bibelstellen, Jesaja 53, da wollen wir gleich reingehen. Wir brauchen, also immer wenn wir etwas tun, brauchen wir eine Verheißung oder ein Versprechen dafür. Und diese Sachen wollen wir mal anschauen. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Einer der meist ausgesprochensten Bibelstellen meines Lebens. Als ich damals nicht laufen konnte, ja, gehumpelt damals und konnte nicht und habe die Bibel genommen und gesagt, ich sage 43, Vers 5, er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um Sünden willen, die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Mein Kopf sagt, Daniel, du bist verrückt. Mein Geist sagt, Amen, 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 Amen. Ja? Und das ist die Spannung zwischen Stellung und Zustand, zwischen dem, was Gott sagt, was er schon verheißen hat und zwischen dem, was wir erleben und was noch nicht ist. Da gehen wir dann noch später rein. Aber wichtig ist zu verstehen, es wurde schon im Alten Testament in Jesaja 53 verheißen, da kommt jemand, der unsere Leiden tragen wird, Vers 4. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Viele denken, ich muss die Strafe auf mich nehmen. Ich bin schuld an meinem Leben. Ich bin schuld. Ich muss die Strafe tragen. Nein, die Strafe lag auf ihm, auf Jesus. Warum? Damit wir Frieden bekommen. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hier steht nicht drin, wird eines Tages werden. Hier steht drin, die Heilung ist geworden. Verstehe eins, bevor du geboren wurdest, ist die Heilung schon geschehen für dich. Vor 2000 Jahren am Kreuz ist die Heilung für dich schon geschehen. Sie ist schon vollständig da. Unser ganzer Kopf und die Erfahrung sagt, das geht doch alles nicht. Der Geist sagt, so ist es aber. Ja? Und wichtig, dass wir das Wort nehmen, um auch wortmäßige Ergebnisse zu kriegen. Jesaja 53, Vers 5. Ich lade dich ein, wenn du mit Krankheit kämpfst, sprich diese Bibelstelle jeden Tag aus. Also in meinem Leben war das echt ein Schlüssel. Dann gibt es Matthäus Kapitel 8, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle Leidenden. Wie viele Leidende? Alle. Gott macht keine halben Sachen. Gott macht alles. Ja? Alle leiden. Kannst du dir das vorstellen? Ein Haufen Dämonen sitzen da rum. Voll krass. Ja? Und alle möglichen Leidenden. Und Jesus kommt rein mit einem Wort, alle Dämonen erstmal raus. Und dann heilt er alle Leidenden. Alle. Finde ich cool. Das kann Jesus. Das ist der Standard der Bibel. Alle Dämonen raus, alle Leidenden geheilt. Unser Kopf sagt nein, unsere Erfahrung sagt nein, das Wort sagt doch. Vers 17, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Achtung, wir haben das gerade eben gelesen. Der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Jesaja hat das also im Jesaja 53, Vers 5 verheißen. Da kommt jemand, der das auf sich nehmen wird. Matthäus 8 sagt, da macht Jesus das, er tut Dämonen austreiben und Kranke heilen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, nämlich er selbst nahm unsere Krankheiten und nahm unsere Schwachheiten. Ich habe ganz oft theologische Gespräche mit Menschen, die sagen, Jesaja 53 ist nur geistlich gemeint. Das ist nur geistlich. Denk mal an den Moment von Matthäus 8, dass du dabei wärst. Im Jahr 30 oder so, im Jahr 50 nach Christus, ja. Und du bist dabei und du siehst plötzlich, dass alle Besessenen frei werden und dass alle Leidenden geheilt werden. Würdest du sagen, das ist geistlich? Das war ziemlich lebendig, oder? Ziemlich echt. Und hier zeigt Jesus, dass das leiblich gemeint ist und dass es auch nicht nur geistlich, dass er irgendwas da macht, sondern auch leiblich, das mit echter Befreiung zu tun hat und mit echter Heilung zu tun hat.
Genau, dann 1. Petrus 2, Vers 24, da steht drin, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Jesus hat ein Ziel, nämlich er nimmt die Sünden ans Holz. Er nimmt es und sagt, ich habe es für dich getragen, ich nehme die Sünde auf mich. Warum? Er nimmt die Sünde, damit du in Gerechtigkeit leben kannst. Das ist der Schritt Nummer eins, das Wichtigste überhaupt. Deine Sünde weg, Gerechtigkeit Gottes auf dich. Der Tausch am Kreuz. Aber ein Tauschpaar am Kreuz heißt auch, er nimmt deine Leiden, deine Krankheit und tauscht sie in Heilung. Wie? Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Nicht durch dessen Striemen ihr irgendwann geheilt werdet, wenn ihr viel betet. Sondern hier steht drin, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Es ist schon geschehen. Am Kreuz von Golgatha ist deine Heilung schon geschehen. Warum reite ich darauf so rum? Verheißungen sind vollendete Dinge in Jesus, die ergriffen werden im Glauben. Wenn du aber die Verheißung erstmal anders liest, mit Verdammnis füllst und denkst, ich muss noch viel tun, um das zu bekommen, dann wartest du die ganze Zeit und kommst nicht im Glauben, sondern kommst in Angst. Ich möchte dich ermutigen, dass du das Wort so nimmst, wie es steht, und dass du das auch so annimmst und sagst, durch seine Striemen bin ich geheilt, also seid ihr geheilt worden und ich nehme es im Glauben. Und der einzigste Schritt im Neuen Testament, um es zu bekommen, ist das Thema Glaube. Dir geschehe nach deinem Glauben, sagt Jesus. Und deswegen ist wichtig, dass ihr Samstag um 14 Uhr hier sitzt und euch den Nachmittag zu predigen lässt. Warum? Denn Glaube kommt vom Hören. Deswegen ist wichtig, dass wir das Hören, das entscheiden. Ja? Wisst ihr, Krankheit spricht auch ziemlich laut. Stell dir mal vor, du bist die ganze Nacht in Schmerzen. Du kannst nicht schlafen, 3, 5, 6, 7 Stunden. Du hast Schmerzen. Diese Krankheit redet ziemlich laut. Morgens wachst du auf mit einer ganz neuen Theologie. Glaub mir, ich habe solche Gespräche manchmal. Die haben eine ganz neue Theologie plötzlich. Ja? Über Stunden mariniert worden. Ja? Deswegen ist so wichtig, dass nicht der Körper zu dir spricht, sondern so wichtig ist, dass das Wort zu dir spricht. Das ist entscheidend und wichtig, dass du nicht deine Vergangenheit dein Glaube prägt, nicht deine Gefühle oder deine Schmerzen dein Glauben prägt, sondern dass das Wort Gottes dein Glauben prägt. Und das ist das Entscheidende hier. Deswegen möchte ich dir sagen, 1. Petrus 2, 24 ist eine der Verheißungen, die wir brauchen, wenn wir darüber sprechen, dass Heilung möglich ist, nämlich durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Kann mich hier nicht Amen hören? Jawohl. Und dann Markus 16, Vers 17 und Vers 18. Hier geht es jetzt um die Jünger, für die glauben. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Luther sagt, Schwachen oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Ja? Nicht nur im Glauben kannst du sagen, am Kreuz habe ich es bekommen, sondern ein Zeichen eines Gläubigen, also ein Zeichen, das dir folgt, nicht wo du dich anstrengen musst, es wird dir folgen, ist eine Verheißung, dass du Dämonen austreiben kannst. Die Dämonen haben mehr Angst vor dir, als du vor ihnen. Ein Zeichen eines Gläubigen, Achtung, sagt Jesus, ist, dass er in neuen Zungen spricht. Gut. Ein Zeichen eines Gläubigen ist, dass wenn er Schlangen aufhebt oder was Tödliches trinkt, wird es ihnen nicht schaden. Ich tue mal dazu fügen, wenn er in einen Raum kommt voller Corona, wird nicht Corona auf ihn draufspringen, sondern Corona wird rausgehen in Jesu Namen. Ja? Und jetzt kommt's: Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden geheilt werden. Was ist das Zeichen eines Christen? Das Zeichen eines Christen oder eines Gläubigen laut Jesus ist, dass er Dämonen austreiben kann, in neuen Sprachen sprechen kann und dass er Kranken heilen kann. Das ist das Zeichen eines Christen. Die Grundebene eines Christen laut Jesus. Ich möchte dich ermutigen, dass du auf diesen Stand kommst.
Wie? Indem, dass du das glaubst, was Jesus sagt, nicht was ich sage. Glaub mir, mein Wort ist unwichtig. Was entscheidend ist, ist das Wort Gottes. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es so. Damals, als ich unheilbar krank war, alle haben gesagt, es ist zu Ende. Die Ärzte haben gesagt, du kannst dich auf den Rollstuhl gefasst machen. Unmöglich. Aber Gott hat gesagt, durch seine Striemen bin ich geheilt. Und ich hab eins verstanden. Was mein Körper sagt, ist eins. Was meine Gefühle sagen, ist das Zweite. Was meine Erfahrung sagt, ist das Dritte. Aber das Einzige, was Bestand hat, ist das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, ich bin geheilt, dann bin ich geheilt. Egal, was mein Körper sagt, egal, was meine Gefühle sagen. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, dass du das Wort annimmst und auf dieses biblische Standard kommst, dass du weißt, wenn du die Hände auflegst, werden Menschen geheilt. Ja? Ich merke hier ein Glaubenslevel, das ist gut. Halte das fest, ganz wichtig. Ja? Voll gut. Wir haben hier gelesen, dass wir nicht Heilung empfangen werden, sondern es ist bereits geworden. Genau, es ist schon vollbracht in Jesus Christus, bereits am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Schuld und unsere Krankheit getragen, er ist für sie gestorben und hat sie schon auf sich genommen. Nicht, er wird es irgendwann tun, sondern es ist schon geschehen. Und das, wenn wir so beten, wenn wir so das verstehen, dass wir eine Verheißung haben, eine Verheißung auf Glauben, eine Verheißung auf Heilung, werden wir ganz anders beten. Also nicht, weil du viel tust, bekommst du, sondern weil du glaubst, bekommst du. Das ist das Entscheidende. So, Punkt Nummer 2, Jesu Auftrag für seine Jünger. Punkt 2.1. Wir wollen da reingehen. Jesus sagt ja, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Also wer sind seine Jünger, wer sind diese Gläubigen? Markus Kapitel 16, Vers 17 sagt, diese Zeichen aber werden denen folgen, haben wir gerade gelesen, sie werden Dämonen austreiben und so weiter. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das bedeutet, der Auftrag, den wir bekommen haben, ist für welche Gruppe? Für die, die glauben. Nicht für jeden, für die, die glauben. Und wer sind diese Gläubigen? Wer sind diese Gläubigen? Und da wollen wir gleich reingehen, wollen aber noch reinschauen in Matthäus Kapitel 10, Vers 7 und Vers 8, nämlich der Auftrag. Wir haben einen Auftrag bekommen, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Und hier steht in Matthäus 10, Vers 7 und 8, wenn ihr aber hingeht, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Jetzt kommt es ganz deutlich, heilt Kranke. Weckt Tote auf. Reinigt Aussätzige. Treibt Dämonen aus. Also ziemlich deutlich. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt. Wir haben nicht nur eine Möglichkeit, dass du irgendwie so eine Möglichkeit hast in der Tasche und könntest es machen. Nein, es ist ein direkter Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, der da sagt, heilt Kranke. Macht das. Weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus. Das ist ein Auftrag von unserem Herrn Jesus Christus. Warum? Weil das Evangelium wird verkündet, nicht nur in Worten, sondern auch in Kraft. In Kraft und in Taten, das ist wichtig. Und dann Matthäus 10, Vers 1 sagt, und als seine 12 Jünger herangerufen hatte, gab er ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Das sind jetzt ziemlich Hardcore-Schüsse gegen theologische Lügen. Die Lüge heißt, oh, ich bin nicht berufen dazu. Oh, ich kann das nicht. Oh, vielleicht alle anderen, aber ich nicht. Oh, ich weiß nicht, ob Gott das mit mir so vorhat. Die Wahrheit ist das, was das Wort sagt. Denn das Wort sagt in Matthäus 10, Vers 1, er gab ihnen Vollmacht, über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Nicht nur ein paar. Jedes ist jedes. Amen. Und dieses Wort hat Gültigkeit. Es gibt eine Bibelstelle in Matthäus 24, Vers 35. Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Und diese Worte, die Jesus hier ausspricht, sie haben Macht, sie haben Kraft. Das heißt, sie haben Beständigkeitskraft. Also das, was ausgesprochen wurde, hat bis heute noch Macht. Es gibt so eine Bibelstelle, so eine Meinung bei Menschen, ja, das war damals bei den Jüngern, aber heute nicht mehr bei uns. Ja? Nein, das hat noch bis heute Kraft. Solange du noch lebst, hat es noch Kraft.
Dann 2.2, wer sind diese Jünger heute? Also wer ist gemeint mit diesen Jüngern, die Jesus hier sagt? Jünger, die diese Vollmacht bekommen haben, haben zwei Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist, ein Jünger lernt von seinem Meister. Wenn du von dem Meister lernst, gehörst du zu den Jüngern. Wenn du zu den Jüngern gehörst, hast du diese Vollmacht. Das zu verstehen, ja? Wo steht es? Und zwar in Matthäus Kapitel 11, Vers 29. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ja? Lernt von mir. Das heißt, hier steht in Matthäus 11, Vers 29 eine Erklärung. Wer ist ein Jünger? Ein Jünger lernt von seinem Meister. Bitte achte darauf, welche Quellen du anschaust in YouTube. Bitte achte darauf, wer zu dir sprechen darf. Bitte achte darauf auf die Frucht des Redners. Lerne nur von einem, von dem Meister. Und wenn das Wort des Predigers dem Meister entspricht, dann ist ein guter Prediger. Wenn er eigene Theologie reinbringt, auf die Seite am besten. Ja? Prüft alles, das Gute behalte, sagt das Wort. Und deswegen ist es wichtig, wir lernen als Jünger, lernen wir einem, von einem, und das ist Jesus, der Heiler. Ja? Und von ihm hören wir, von ihm glauben wir, von ihm nehmen wir an. Und wenn du ein Jünger Jesus sein willst, mach deine Ohren zu für komische Theologien und mach deine Ohren auf für echte Wahrheit. Ja? Das ist ganz wichtig. Und dann Eigenschaft Nummer 2 von einem Jünger, der diese Vollmacht hat, ist einer, der seinem Meister nachfolgt. Also, wenn du ein Jünger sein willst mit der Ausstattung der Vollmacht von Jesus, hat das zwei Ebenen. Einmal lernst du von ihm und zweitens folgst du ihm. Folge nicht jede Person, folge nur dem König, Jesus Christus. Ja? Da gibt es diese Bibelstellen, wo Jesus irgendeinen Fischer findet, irgendeinen Arbeiter, sagt, komm und folge mir nach. Bist du bereit, alles loszulassen und Jesus nachzufolgen? Bist du bereit, ihm nachzufolgen? Jünger Jesu sind die, erstens, die lernen von ihrem Meister und zweitens, die dem Meister folgen. Amen. Und dann gibt es noch Punkt Nummer 2, 3. Wir sind zur Jüngerschaft berufen. Also verstehe eins, du bist nicht nur irgendeine Person, ein Gläubiger irgendwo, sondern du bist ein Jünger Jesu. Und diesen Jüngern hat er diese Vollmacht gegeben. Und wir sind berufen in diese Jüngerschaft hinein. Das waren erstmal jetzt die Grundlagen. Grundlagen, also es gibt eine Verheißung, es gibt die Verheißung auf Glauben, es gibt eine Verheißung auf das, was am Kreuz geschehen ist. Für wen? Für seine Jünger. Punkt Nummer 2, du gehörst auch zu diesen Jüngern. Und wenn du diese 2 Stufen packst, ist wie die Eingangstür offen. Viele Menschen kommen durch diese Eingangstür gar nicht durch, weil sie denken, diese Verheißung gilt für mich aber nicht. Und das muss man eigentlich anders sehen. Das muss man eigentlich so sehen. Und da wird die Tür schon zugemacht, bevor wir überhaupt über das Thema Heilung reden können, wird schon zugemacht. Ich möchte dich ermutigen, glaube nicht irgendwelchen Dingen, glaube dem Wort. Und wenn das Wort das sagt, dass die Verheißung ist, dass durch seine Striemen wir geheilt worden sind, dann ist es so. Ja? Und wer? Seine Jünger. Und jetzt wollen wir reingehen ins Thema Heilung. Punkt Nummer 3. Wir wollen gleich reinschauen. Der Ursprung der Heilung, also woher kommt der Ursprung der Krankheit, woher kommt überhaupt Krankheit? Und dann wollen wir hineingehen in das Thema Heilung. Also wir wollen jetzt mal ein bisschen ausholen, ist aber wichtig, um den Grundgedanken Gottes zu verstehen. In jeder Theologie muss man verstehen, wie Gottes Gedanken ist, vorher und nachher. Das Problem bei Heilung ist folgendes: Da kommt irgendeine kranke Person, bitte bete für mich für Heilung. Da betest du, werden geheilt. Ende. Das ist aber eine ziemlich kurzzeitige Sichtweise. Bei Heilung, wenn wir also im Heilungsdienst arbeiten wollen, müssen wir verstehen, was ist der Ursprungsgedanke Gottes? Wie war das, bevor überhaupt die Erde geschaffen wurde? Wie wird das sein, nachdem die Erde zu Ende ist? Und in dieser Zeit, in der wir gerade leben, heute im Jahr 2020, hat Heilung eine bestimmte Stellung, die schon vor der Erde zustande kommt und die auch nach der Erdenzeit weitergeht. Also zu verstehen ist, was ist der Grundgedanke Gottes? Um den Grundgedanken Gottes, also den Ursprung der Krankheit überhaupt zu verstehen, müssen wir in 1. Mose 1, Vers 31 rein. Gott hat den ursprünglichen Zustand geschaffen ohne Krankheit. Gottes Wille ist niemals Krankheit.
weil er die Erde geschaffen hat ohne Krankheit. Wo steht das? 1. Mose 1, 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und wurde Morgen, es war der sechste Tag. Also bevor überhaupt der erste Mensch auf dieser Erde war, hat er alles geschaffen, wunderbar. Ja, so war das vorher und dann vor dem Sündenfall auch. Und dann Offenbarung 21, Vers 4. Also was ist später? Was ist dann, wenn die Zeit auf dieser Erde zu Ende ist? Offenbarung 21, Vers 4 sagt, und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Offenbarung sagt, im neuen Jerusalem oder in der Zeit nach dieser Erde wird es keine Krankheit, keinen Schmerz mehr geben. Eins müsst ihr verstehen, also wenn wir über Krankheit sprechen, hat es nur zu tun mit der Zeit hier auf der Erde. Vorher war das nie da, niemals Gottes Wille und nachher wird es nicht da sein. Was wir also machen im Heilungsdienst, ist den ursprünglichen Zustand Gottes wiederherstellen. Nicht Gott irgendwie überzeugen, dass er irgendwas neu macht. Nein, wenn wir verstehen, was wir tun mit Handauflegung und Krankenheilung, ist Gottes ursprünglichen Ziel wiederherstellen. Gottes zukünftiges Ziel vorab holen. Wie geht es? Wir brauchen eine Verheißung und zweitens die Jüngerschaft und den Glauben dazu. Und wir stellen das wieder her, was ursprünglich von Gott gedacht war. Der perfekte Zustand, Gott, als Gott die Erde schuf und den Menschen eingeschlossen, hat er über seine Schöpfung gesagt, es war sehr gut. Der Mensch wurde geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, ohne Krankheit, ohne Schmerzen und ohne Leid. Gott hat uns keine Welt geschaffen, wo Krankheit oder Tod herrschen, sondern eine Welt, wo alles sehr gut ist und wo es uns allen sehr gut geht. Das ist Gottes Grundgedanke überhaupt. Wenn wir das verstehen, kommen wir gar nicht auf die Frage, warum lässt Gott das zu? Das ist nur eine primäre Zeitfrage, weil Leute so kurzfristig denken. Wenn wir verstehen, was vorher war, was nachher kommt und in dem Zustand des vollendeten Werkes Gottes denken, verstehen wir eins, Gott wollte immer Gesundheit für uns, immer. Und wird es auch immer wollen. Wie kam das jetzt, dass plötzlich Krankheit, Tod und Schmerzen reinkamen? Wer ist da schuld? Grundgedanke immer, warum lässt Gott das zu? Ja. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Und der Punkt ist der Sündenfall. Der Sündenfall, Punkt 3, 1, 2. Und zwar steht es in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 bis Vers 19. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 bis Vers 19. Zu der Frau sprach er, ich werde sehr mehren die Mühsal deiner Schwangerschaft und mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Vorher war das nicht Gottes Wille. Das war nicht Gottes Ursprungsgedanke. Das war die Folge des Sündenfalls. Nicht Gottes Schuld an diesen Schmerzen, sondern es ist eine Folge unseres Sündenfalls. Wenn Adam und Eva es nicht gemacht hätten, dann hättest halt du das gemacht. Wenn du nicht, dann ich halt. Aber das sind wir Menschen. Ja? Den Sündenfall hier durch Adam und Eva. Vers 16. Nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Das ist eine ganz tiefe Stelle. Ganz tiefe Stelle. Gehört eher ins Eheseminar-Dings hinein. Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast und gegessen hast von dem Baum, von dem ich geboten habe, du sollst nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Diese Mühsal produziert heute Burnouts. Das war niemals Gottes Wille. Die Arbeitswelt, in der wir heute leben, ist aus dem Grundgedanken niemals Gottes Wille so gewesen, sondern wir sollten uns entspannen da drin, ja? Wir sollten glücklich sein da drin. Das Produkt, wo wir heute drin sitzen, in diesem, ich nenne es einfach babylonischen System, ist ein Produkt, was als Ergebnis zustande kam durch den Sündenfall. Und Gott hat gesagt, mit Mühsal sollst du alle Tage deines Lebens davon
essen. Mit Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Achtung, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Denn davon bist du genommen, denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Das heißt, Gottes ursprünglicher Gedanke war niemals Mühe, Schmerzen oder Krankheit oder Tod. Niemals. Der Sündenfall, wir Menschen haben uns selber da rein katapultiert. Das ist erstmal die Grundebene, wenn wir das verstehen wollen. In dem Moment, als Adam und Eva sich vom Teufel zur Sünde verführen ließen, wurde der zuvor beschriebene perfekte Zustand gebrochen. Der Mensch hat sich selbst unter die Beherrschaft Satans unterworfen. Die Möglichkeit zu sein wie Gott schien verlockend. Der Stolz und das Egoismus, welcher auch Satan zu Fall gebracht hatte, rückten die göttlichen Gesetze und Ordnungen beiseite. Genau, dann gibt es die Folge des Ungehorsams. Die Krankheit ist also eine der Folgen, weil der Mensch Gott gegenüber ungehorsam war und sündigte. Die Bibel spricht sogar von einem Fluch oder Missachtung der Gesetze Gottes. Krankheit kam nicht in unser Leben, weil Gott es so wollte, sondern weil wir uns selbst haben vom Teufel verführen lassen. Er ist das Werk des Feindes und er ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben, Johannes 10, 10. Aber Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und es einen Überfluss haben. Wir müssen alle mit diese Konsequenzen mittragen. Gott hat uns damit nicht alleine gelassen, ohne irgendeinen Ausweg. Da es sein Wunsch und sein Plan war, auch hier immer noch ist, hat er uns den Sohn gegeben oder seinen Sohn hingegeben, um die Folgen der Sünden, nämlich das Getrenntsein vom Vater, vom Tod, vom Leid und von der Krankheit, nicht länger erleiden zu müssen, sondern um eine Beziehung mit ihm zu haben zu können und Befreiung in diesen allen Bereichen unseres Lebens zu bekommen. Wir müssen eins verstehen, der Ursprungsgedanke Gottes, niemals Krankheit, niemals Tod, später auch niemals. Da dazwischen kommt der Sündenfall, haut alles durcheinander. Und Jesus sagt, okay, aber für die, die in Jesus Christus leben, kommt der himmlische Vater, gibt seinen Sohn Jesus Christus, er stirbt am Kreuz, dass diejenigen wieder rausgerissen werden können durch das vollendete Werk Jesu Christi. Ja, das ist das Gute zu verstehen. So, dann 3:2. Gott will Heilung für uns. Oh, das ist auch so eine Sache. Also oft habe ich die Leute kommen zu mir und wollen Heilung haben. Und dann bete ich und dann sagen sie, aber ich glaube nicht, dass Gott will, dass ich geheilt werde. Da muss ich erstmal eine halbe Stunde lang theologische Kühe abschießen, die ganze Zeit, doch, Gott will, doch, Gott will, doch, Gott will, doch, Gott will, bis sie irgendwann mal annehmen, dass diese ganze Verdammnis, Römer 8,1, gibt keine Verdammnis, die in Christus Jesus sind, endlich mal weg ist und dass sie glauben, Gott will, dass ich geheilt bin. Wo steht, dass Gott heilen will? Und diese Bibelstelle möchte ich euch geben in Markus Kapitel 1, Vers 40. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm und bittet ihn, und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus und rührte ihn ein und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Ob Gott heilen will oder nicht, ist in seinem Wort beantwortet. Jesus will. Dann sagen manche, ja, aber das war früher so und die Zeiten haben sich heute geändert und es könnte ja sein, dass er seine Meinung verändert hat und so. Ja, das ist mal eine ziemlich coole Theologie. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in der Ewigkeit und morgen, genau. Dieser Wille von Jesus ist der gleiche vor 2000 Jahren wie heute und wie morgen. Wenn Jesus sagt, ich will, dann will er. Und nicht, es ändert sich morgen. Und auch wenn du mal Sünde tust, ändert sich es auch nicht. Und wenn du schlecht geschlafen hast, auch nicht. Und wenn du Fehler gemacht hast, auch nicht. Jesu Wille ändert sich nicht. Er ist dasselbe. Gestern und heute und in Ewigkeit. Und diese Frage ist beantwortet. Ich möchte hiermit sagen, Jesus will dich heilen. Oft haben Leute, die haben alles vorbereitet und kommen einfach nicht durch, weil sie diese theologische Lüge glauben, Gott will mich nicht heilen.
Doch, er will. Er will. Wir haben nächste Woche so ein Pastoreninterview und haben wir über 50 Fragen bekommen. Und eine von den Fragen war, wenn jemand doch selbst verantwortlich ist für seine Krankheit und irgendwas gemacht hat und selber verantwortlich war, will Gott ihn trotzdem heilen? Was meint ihr? Jesus sagt, ich will. Ganz einfach, ich will. Er will, nicht abhängig von irgendwelchen Umständen oder nur für diesen einen Aussätzigen, sondern er ist derselbe, gestern und heute und Ewigkeit. Verstehe eins, Gott will dich immer heilen. Nicht nur ein bisschen, er will. Und das, wisst ihr, das muss ich so deutlich betonen, deswegen, weil unsere ganze Erfahrung dagegen schießt, damit wir nicht in diesen Zustand reinkommen. Gott will dich heilen vollständig. Er will. Und dann sagt er, sei gereinigt. Ich bin so dankbar, dass dieser Aussätzige diese Frage gestellt hat. Somit ist es jetzt beantwortet. Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus beantwortet es, ich will. Das ist eine der klarsten Aussagen darauf, ob Jesus Heilung für uns will oder eben nicht. Genau. Dann müssen wir verstehen, dass Gott ist unser Arzt. Ja, es gibt diese Bibelstelle schon im Alten Testament, 2. Mose, Kapitel 15, Vers 26. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der Gott, der dich heilt. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und das ist so schön. Dann, Jesus ist ziemlich cool drauf. Er heilt sogar am Sabbat. Ja, es war theologisch verboten, solche Sachen zu machen. Die Vorgaben waren, man darf das nicht. Jesus sagt, die Vorgaben sind schön, aber die Heilung ist wichtiger. Und Jesus macht sogar so, da geht er so drauf ein und heilt sogar am Sabbat. Das lesen wir in Markus Kapitel 3. Dann haben wir ganz viele andere Bibelstellen, wo Jesus eben heilt und er heilt und er heilt. Und wir würden die ganze Zeit jetzt nur Heilungsbibelstellen hören, weil das ein Hauptdienst war von ihm, um die Menschen zu heilen und sie zurückzurufen durch das Evangelium. Und könnt ihr nachlesen in eurem Skript, habt ihr das drin? Ganz viele Stellen. Warum ist es wichtig? Je mehr du das liest, desto mehr kommt die Wahrheit in dich rein. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch. Den Vater haben wir als Vorbild. Jesus hat immer geheilt, nicht weil er dachte, oh, der ist gerade nett und der hat mich gut behandelt und der hat freundlich gefragt. Nicht so, sondern er macht das, was der Vater macht. Die Bibel zeigt uns hier, er hat nur das getan, was er vom Vater gesehen hat, nur das gesprochen, was er gehört hat. Er war immer verbunden mit dem himmlischen Vater und hat gesehen, wen der Vater heilt und den hat er geheilt. Und das ist das Schöne, wenn wir im Heilungsdienst arbeiten wollen, wenn wir erfolgreich sein wollen als Jünger Jesu, die im Heilungsdienst anderen Menschen dienen, hat das immer damit zu tun, dass er verbunden wird mit dem himmlischen Vater. Dadurch bist du frei von Manipulation der Menschen, dass du nur das tust, was der himmlische Vater will. Und dann bist du auch effektiv, das ist das Beste. Und Heilungen haben ein Ziel, dass sie immer Jesus verherrlichen. Nicht den Heiler verherrlichen, nicht einen Menschen verherrlichen, nicht eine Gemeinde verherrlichen, sondern Heilung hat ein Ziel, Jesus Christus zu verherrlichen. Immer Jesus. Die Ehre gebührt dem Herrn alleine. Amen. Und Jesus hat dafür den Preis bezahlt. Wir haben das schon gelesen, 1. Petrus 2, 24, haben wir vorhin gelesen, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Nicht du produzierst das Ergebnis, sondern Jesus hat am Kreuz von Golgatha selber den Preis bezahlt. Und das ist das Schöne dabei, er hat das gemacht. Und, nächster Punkt, Gott will immer Heilung für uns. Immer. Immer. Er will. Und hier möchte ich ermutigen, dass du das glaubst, was das Wort sagt und nicht das, was Menschen sagen. Okay, gehen wir einen Schritt weiter. Punkt 322. Jetzt gehen wir in eine ganz, ganz entscheidende Frage rein und dann würde ich vorschlagen, machen wir eine Pause. Ist Pause für euch okay? Ja, wir haben ja bis 5 Uhr heute und da haben wir also in der Mitte, dann sagen wir 3:30, machen wir eine Pause. Und ein paar Minuten, dann könnt ihr wieder frisch werden und dann geht es weiter. Wir wollen aber vor der Pause in den ganz wichtigen Punkt hinein, nämlich die Frage immer, warum werden manche Menschen nicht geheilt? Und wir steigen jetzt schon in die obere Ebene des Heilungsdienstes ein. Warum werden manche Menschen nicht geheilt?
ein Hauptpunkt da drin ist auch so eine theologische Kuh. Die wird immer zitiert im Heilungsdienst. Der Paulus mit dem Pfahl im Fleisch oder mit dem Dorn im Fleisch oder mit dem Stachel im Fleisch. Ich denke, das kennt ihr, ne? Wir gehen da gleich rein. Und dann steht drin, aber wenn der sogar krank war, Achtung, steht gar nicht, aber egal, krank war, dann wir doch auch alle. Ja? Und dann verlieren wir schon wieder die Möglichkeit, Heilung zu bekommen durch irgendeine theologische Meinung von Menschen. Wir haben gerade eben das theologische Fundament aufgebaut, in dem wir verstehen, Gott will heilen, immer heilen. Gott hat den Preis bezahlt für dich, hat dir einen Auftrag gegeben, andere zu heilen und hat dir gesagt, dass er am Kreuz bereits deine Heilung vollbracht hat. Das ist die Wahrheit Jesu, das ist die Wahrheit des Wortes. Und dann ist die Grundfrage immer, warum werden manche Menschen nicht geheilt? Bevor wir da reingehen, da geht es schon ins Eingemachte, wollen wir diesen Pfahl im Fleisch oder diesen Stachel im Fleisch oder diesen Dorn im Fleisch vom Paulus mal anschauen. Und zwar steht er drin in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7 bis Vers 10. 2. Korinther Kapitel 12, Vers 7 bis Vers 10 und da wollen wir es reinschauen und dann auch zusammen lösen. Vers 7. Auch wegen der außerordentlichen der Offenbarungen, darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Jetzt wird gleich erklärt, was es ist. Oder wie das zustande kommt. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Steht hier ein Wort von Krankheit? Bis jetzt noch nicht, ne? Wir gehen gleich rein. Vers 8. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir. Das ist ganz wichtig, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Also zusammengefasst. Er spricht hier von einem Dorn, Pfahl oder Stachel im Fleisch. Dass ein Engel Satans kommt und ihn schlägt. Warum? Dass es nicht überhebt. Da hat er dreimal den Herrn angerufen und hat gesagt, nee, lass dir meine Gnaden genügen, denn in deiner Schwachheit bin ich stark. Und dann sagt er, deswegen will ich Wohlgefallen haben an Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgung, Ängsten. Und Christi will, denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was ist dieser Pfahl? Was ist dieser Pfahl im Fleisch? Was ist dieser Dorn? Was ist dieser Stachel? Dieses, was hier im Vers 7 erwähnt wird, wir wissen es nicht. Wir haben keine Auslegung erstmal, ja? Wir haben ein paar Ansätze, Engel Satans, wir haben ein paar unten bei der Aufzählung, Verfolgung und so weiter, Ängste und so. Wir wissen es aber nicht. So ehrlich müssen wir doch sein, oder? Wir haben keine Erklärung. Alles, was jetzt reinkommt, ist eine Zusatzerklärung. Wir wissen es nicht. Und was auch immer ich jetzt erklären würde, es wäre nur meine Meinung. Könnt ihr gerade wieder vergessen. Meine Meinung ist nicht wichtig, wie dieses Wort Gottes. Ja? Entscheidend ist, hier steht drin, vor allem Fleisch oder dieser Dorn oder der Stachel. Und wir wissen es nicht, was es ist. Es wird nicht erklärt. Deutlich, oder? Wenn jetzt jemand sagt, das sei eine Krankheit, wir gehen gleich rein, ob es sein könnte oder nicht, ist es seine Auslegung von dem Stachel, Dorn oder von diesem Pfahl im Fleisch. Wenn die Bibel etwas nicht erklärt und eine Auslegung würde den Grundgedanken der Bibel widersprechen, versteht es? Sehen wir es als Irrlehrer an. Der Grundgedanke der Bibel ist doch, Gott will heilen. Der Pfahl oder dieser Stachel, Vers 7 nochmal, dieser Dorn im Fleisch, wird hier erwähnt.
Und wenn jetzt eine Auslegung sagt, ja, deswegen will Gott dich nicht heilen, ist alleine schon diese Aussage, also die Frucht, ich tue noch nichts auslegen, ich zeige euch nur den Gedanken, die Frucht von dieser Auslegung widerspricht doch dem Wort Gottes. Versteht ihr das? Ohne zu erklären, was es ist. Punkt Nummer eins, wir wissen es nicht. Punkt Nummer zwei, wenn aber das Ergebnis von deinem wahrscheinlichen Wissen dem widerspricht, was das Grundfundament des Heilungsdienstes Jesus widerspricht, ist es inhaltlich abzulehnen. Jetzt ohne reinzugehen, was es ist. Ich spüre hier, das ist interessant jetzt. Ja? Ohne zu reingehen, was es ist, will ich dir eins sagen. Selbst wenn es tatsächlich um Krankheit gehen würde hier drin, kann es niemals dem Wort Gottes widersprechen, dass Gott immer heilen will und dass Heilung immer für ihn vorbereitet ist. Wenn wir den Zusammenhang hier anschauen, also geht es erstmal gar nicht um Krankheit, sondern ein Dorn im Fleisch. Dieses Wort Fleisch, das ist interessant. Ich habe es mal gestern angeschaut. Was ist im Grundtext Fleisch? Wir denken, das ist irgendwie unser Körper. Kann schon sein, aber nicht nur. Galater 5, wenn ihr mal da reinguckt, wir haben durch Christus Jesus unser Fleisch gekreuzigt, samt Leidenschaften und diesen ganzen Dingen, ja, gekreuzigt. Das heißt, diese sündige Natur, wo hier drin steht, also Fleisch hat nicht nur mit dem Körper zu tun, es könnte eine ganz andere Ebene sein, die hier drin sitzt. Und da gibt es einen Ansatz dafür, und zwar die letzten Verse, Vers 10, deswegen habe ich Wohlgefallen an Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten um Christi Willen. Wenn wir den Zusammenhang hier lesen, geht es nicht um eine Erklärung von Paulus, dass wir krank sein sollen, sondern es geht darum im Zusammenhang, dass etwas, was nicht erklärt wird, was es sein könnte, wir wissen es nicht, deswegen dürfen wir auch keine Theologie aufbauen darauf, aber im Zusammenhang um eins geht, nämlich wenn wir schwach sind, sind wir stark. Darum geht es doch. Gott will hier erklären, Paulus durch diese Schriftstelle, dass selbst wenn du schwach bist, warum auch immer, es gibt viele Gründe, da drin ist die Gnade Gottes noch größer. Und wenn du schwach bist, dann bist du stark. Darum geht es. Ja? Genau. Es ist nicht endgültig und nicht mit ausreichender Sicherheit gesagt, was dieser Pfahl überhaupt darstellen soll. Und jetzt Meinung von mir, wenn das nicht erklärt wird, dann ist es auch nicht heilsnotwendig. Denn kein guter Vater erklärt es dir irgendwie falsch oder halb, wenn es wichtig ist. Ja? Und die wichtigen Dinge haben wir vorhin gelesen, die sind ziemlich deutlich. Hier wird ein Nebenschauplatz aufgebaut und wenn es nicht erklärt wird, dann bitte tu auch nicht reininterpretieren, was es sein könnte. Es wird nicht erklärt, na, dann ist halt so. Das zeigt uns aber ziemlich deutlich, dass Gott, selbst in der Bibelstelle, nicht darauf hindeuten will, dass er Paulus nicht heilen wollte, steht da nicht drin, sondern die Bibelstelle zielt darauf ab, uns klarzumachen, dass wir in ihm stark sind, auch selbst dann, wenn wir schwach sind. Er lässt uns, also es gibt manchmal solche Aussagen, Menschen sollen lieber leiden, damit sie etwas Deutlicheres oder etwas anderes dadurch zeigen oder lernen können. Ja? Also kein guter Vater macht so etwas, dass er Menschen leiden lässt oder den Sohn leiden lässt, damit er aber ein bisschen was kapieren soll. Ja? Die Aussage klingt irgendwie beruhigend ist auch durchaus logisch, aber es geht in der Bibel nicht um Logik, es geht in der Bibel um das Wort Gottes. Wisst ihr, alle Auslegungen, die in der Logik basieren, basieren auf einem Fundament des Verständnisses. Verständnis ist ein Bereich der Seele, gehört zum Bereich des Fleisches. Wer auf den Fleisch seht, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist seht, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich ermutige dich, dass deine Theologie nicht auf Logik basiert, sondern deine Theologie, dein Glaube auf das Wort Gottes fundiert ist. Ja? Da möchte ich dich ermutigen da drin. Selbst wenn der Pfahl des Paulus tatsächlich eine Krankheit darstellt, dann steht an dieser Stelle aus der Bibel dennoch nicht im Gegensatz zu den Aussagen, dass Gott immer heilen möchte, also nicht im Gegensatz dazu. Was ich damit erklären will, mit diesem Pfahl im Fleisch, mit diesem Dorn oder mit diesem Stachel im Fleisch, der sehr oft gegen Heilungsdienst benutzt wird, ist, wir wissen nicht, was der Inhalt ist.
Und selbst wenn es Krankheit wäre, würde es dem widersprechen, was Jesus selber gesagt hat. Von daher möchte ich ermutigen, bitte geh nicht in diese Theologie rein, dass du so einer bist wie Paulus, oh, und jetzt kommt der Teufel und schlägt dich, ja. Und selbst, wir wissen ja auch, dass es ist ja ein Engel Satans, wo das gemacht hat, nicht Gott hat es zugelassen, ja, sondern Engel Satans kommt da. Wir wissen auch nicht, wie lange er damit kämpft. Aber eins möchte ich ermutigen, lass nicht zu, dass diese Theologie dein Glaube raubt. Ja? Warum ist es so wichtig, dass man das erwähnt? Gott hat deutlich gesagt, Adam und Eva, ihr dürft alles essen, aber von dem einen nichts. Ziemlich deutlich, oder? Und dann kommt der Teufel. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Keineswegs, hat er gesagt. Da kommt da so eine theologische Wurm ins Ohr. Und plötzlich ändert sich die ganze Menschheitsgeschichte, weil eine kleine Lüge angenommen wurde, durch den Sündenfall. Ich möchte dich ermutigen, dass du den Grundkontext der Bibel nimmst und nicht kleine Nebenschauplätze, die dein ganzes Denken verändern könnten. Bitte bleibe auf dem Grundweg Jesu stehen. Das ist ganz entscheidend. Nicht auf nicht erklärten Pfahl oder Dorn oder Stachel im Fleisch, was es eventuell sein könnte. Ja, das möchte ich ermutigen. Bleibt drin. Eines Tages werden wir im Himmel sein. Paulus wird neben uns sein. Du, Paulus, wir haben uns da interessiert, da bei unserem Seminar auf dieser Erde. Was ist denn dieser Pfahl im Fleisch? Gut, dass ihr nicht gedacht habt, das. Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Gut, dass ihr die Worte Jesus angenommen habt. Ja? Bitte nimm den Grundtext der Bibel und nicht irgendwelche Nebenschauplätze. Das ist das Entscheidende. Ja? So, vor der Pause wollen wir in eine ganz wichtige Liste reingehen. Und zwar diese 40-Punkte-Liste. Bei euch auf der Seite. Wo sind wir, welche Seite? 7. Ja, bitte macht mal auf, Seite 7. Die geht richtig ins Eingemachte. Wir sind jetzt schon so auf Heilungsdienst, obere Klasse jetzt gleich, ja. Diese Liste gebe ich normalerweise Bibelschülern Modul 1 nicht raus, erst Modul 2, weil ohne dem Grundverständnis, dass Gott immer heilen will, ohne dem Grundverständnis, was überhaupt der Inhalt ist, des Heilungsdienstes Jesus, ist diese Liste eine zerstörerische Waffe. Wenn du aber den Grundgedanken der Bibel verstehst, dass Gott immer heilen will und niemals Krankheit für dich vorgesehen hat und auch die Krankheit zerstört werden wird in der Offenbarung, dann kannst du die Liste als gutes Werkzeug benutzen. Okay? Also, um zu verstehen, diese Punkte, wir gehen da gleich rein, wir sind immer noch mit den Gedanken, warum werden nicht alle Menschen geheilt? Wir gehen gleich in Antworten rein. Das ist nicht vollständig, diese Liste. Und wenn du das liest, ohne dem Verständnis der Grundgedanken Gottes, wird diese Liste dich zerstören. Sie bringt Verdammnis. Wenn du aber verstehst, dass Gott dich heilen will, kann diese Liste zur Heilung dienen. Okay? Deswegen ist es wichtig, bitte nicht weitergeben, ohne dass Menschen das verstehen können. Es ist für Menschen, die im Heilungsdienst arbeiten und im Heilungsdienst die Wurzeln rausholen wollen. Da ist es dann möglich. Okay? Gehen wir bitte hinein. Seite 7, Ursachen für Krankheiten. Also wir sind immer noch bei der Frage, warum werden nicht alle Menschen geheilt? Wir haben gerade eben die theologische Kuh abgeschossen vom Pfahl im Fleisch, ja, und wollen jetzt reingehen in ganz praktische Hinweise. Warum werden manche Menschen nicht geheilt? Die Bibel erwähnt hier 40 Hauptursachen. Das ist nicht vollständig. Es gibt verschiedene Punkte, aber 40 sozusagen gibt es hier für euch. Euer Handwerkszeug für zu Hause. Punkt Nummer 1, unwürdiges Abendmahl. 1. Korinther 11 sagt ganz deutlich, deswegen sind einige unter euch krank und schwach und einige sind entschlafen. Das Neue Testament erklärt, das unwürdige Abendmahl, was auch immer Unwürdiges bedeutet, aber das unwürdige Abendmahl hat laut Neuen Bund eine Wirkung, deswegen sind einige unter euch krank und schwach und manche sind schon gestorben. Wir müssen es erstmal als Wahrheit annehmen. Wichtig ist, dass alle Stellen hier drin nicht Verdammnis bei dir bringen dürfen, sondern ein Aufdecken der Wahrheit. Und wenn es die Wahrheit aufdeckt, sagt Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Das Wichtige ist immer, dass Freiheit zustande kommt und Heilung eben. Punkt Nummer 2, Ablehnung von Korrektur.
Der Teufel wollte sich nicht korrigieren lassen. So ging es schon los, ja. Ablenkung von Korrektur. Dahinter steckt Stolz, Rebellion und das meiste ist dahinter. Punkt Nummer 3, verschiedene Arten von Perversion, Unreinheit oder außerbiblische Sexualpraktiken. Wenn man solche Dinge zulässt, vor allem in dem Bereich der Sexualität, wo also Schöpfungsordnung Gottes geboren wird, Kinder geboren werden, ja, also der Ort, wo Schöpferisches geschieht, wenn der pervertiert wird oder unrein oder außerbiblische Sexualpraktiken gemacht werden, ist manchmal geht ein Tor auf oder eine Tür auf, auch für Krankheiten. Punkt Nummer 4, es gibt Rebellion gegen Leiterschaft oder nicht unter Leiterschaft sein. Menschen, die gegen Leiterschaft gehen oder sagen, ich brauche keine Leiterschaft, ist für mich unwichtig, ja, machen sich manchmal einen Schutzrahmen um sie herum weg, sodass die Pfeile der Finsternis eintreten können. Ich kann euch ein Geheimnis sagen, keine Leiterschaft ist perfekt. Ja. Nicht wir, überhaupt keine Leiterschaft ist perfekt. Wir versuchen das Beste, was nur geht, Ralf, gell, was nur funktioniert, aber keiner ist perfekt, null. Aber es gibt eine Verheißung auf die Gemeinde. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden, auch wenn sie nicht vollkommen sind. Ja? Aber da gibt es eine Verheißung auf die Sache. Deswegen möchte ich ermutigen da drin, lass diese Schmerzen heilen. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich kenne, die von Leiterschaft verletzt wurden, wie viel Leiterschaftsmissbrauch erlebt haben, wie viele Leute dann wie freie Vögel sind, irgendwo leben sie dann, ja, alleine, nur ich und Gott und so. Ich nenne sie immer wie Schafe alleine auf dem Feld. Eine Zeit lang kann das gut gehen, aber wenn dann der Feind kommt, ja, ist es wie ein gefundenes Fressen. Ja. Und von daher möchte ich ermutigen, auch wenn sie nicht perfekt sind, aber lieber unter eine Leiterschaft zu gehen, die auch geistlichen Schutz geben kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Leute, die im prophetischen Dienst arbeiten, die verstehen das sehr gut, weil da gibt es eine Ebene, die nicht erreichbar ist ohne diese geistliche Autorität. Geht gar nicht anders. Und so auch im Heilungsdienst. Also sobald Heilung einen Schritt weiter geht Richtung Befreiung, das ist also nochmal ein neues Thema obendrauf, geht man gegen bestimmte Mächte an. Und bei Mächten gibt es bestimmte Autoritätsstufen. Ja? Beispiel, kommen diese Leute und wollen Dämonen austreiben. Sagen, hey, die Dämonen sprechen zu denen. Von Jesus kennen wir, von Paulus haben wir gehört. Aber wer seid ihr? In der geistlichen Welt kannst du bei bestimmten Ebenen nur mit Autorität rein. Und da muss man unter Autorität stehen. Oder damals, wo Jesus geheilt hat, diesen Hauptmann oder den Diener vom Hauptmann, ja, sagt er, spricht nur ein Wort. Ich bin auch ein Mann unter Autorität. Er hat verstanden, dass Jesus Autorität hat und er hat sich bewusst als Hauptmann drunter gestellt. Und Jesus sagt, wow, dir geschehe nach deinem Glauben. In diesem Moment war der Diener gesund, weil er sich unter Autorität gestellt hat. Ja. Genau, das war Punkt Nummer 4. Dann Punkt Nummer 5, innere Verletzungen, Wunden oder Ablehnung. Uiuiui, was ich da schon erlebt habe. Menschen, die innerlich verletzt wurden, Wunden oder Ablehnung haben und da drin dann sich sudeln in ihren Schmerzen der Vergangenheit. Jedes Mal, wenn sie sich erinnern, machen sie der geistlichen Welt etwas auf, das gerade wieder zurückkommen kann. Angst, Depression, Schlaflosigkeit, alles Mögliche und auch Krankheit. Wie ein Anziehungspunkt eigentlich da dahinter. Deswegen bitte vergeben, loslassen, Buße tun und rausgehen. Ja, ganz einfach. Ist leichter gesagt wie getan, aber es geht. Ja, man kann. Ja, gut. Punkt Nummer 6. Das ist wichtig. Bitte, bitte, bitte. Unerfüllte Hoffnungen ist eine Ursache für Krankheit. Sprüche 13, Vers 12 sagt: Unerfüllte Hoffnungen macht das Herz krank. Da ruft mich jemand an und fragt mich, Daniel, kannst du bitte mitbeten? Ich habe die und die und die Verheißung von Gott bekommen. Sag ich, okay, alles klar, und was? Ja, dann hat sie es erzählt, was für eine Verheißung und so. Und ich habe eine Hoffnung für das und das. Da sage ich, weißt du was? Unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Ja, ich weiß. Bitte achte darauf, dass deine Hoffnung auf einen basiert ist, auf Jesus Christus.
Und er ist für uns die lebendige Hoffnung geworden. Unerfüllte Hoffnung macht das Herz krank. Bitte erwarte nicht, dass die Liebe deiner Jugend endlich mal kommt, wenn du 40, 50, 60 oder 70 bist. Ja? Diese unerfüllte Hoffnung macht dein Herz krank. Schneide das ab und sag: Jesus, ich bin vielleicht in einer Situation geschieden oder allein oder was auch immer und ich will so nicht sein, wie ich bin, aber ich gebe dir meine Hoffnungen. Danke, dass du mein Leben erfüllst. Und dann ist ein Moment, dass Gott dir jemand geben kann, Mann oder Frau jetzt, der nach seinem Herzen ist. Warum? Weil du nicht eine unerfüllte Hoffnung hast, sondern weil du eine Hoffnung in Jesus hast. Gut, Punkt Nummer 7. Okkulte Praktiken jeglicher Art. Hier gehen wir schon rein im Befreiungsdienst. Macht ziemlich viel auf, auch im Körperlichen. Ganz oft hat Jesus Dämonen ausgetrieben und gleichzeitig wurden Kranke geheilt. Genau, das ging immer zusammen, ganz oft. Und deswegen, wenn du okkulte Praktiken gemacht hast oder du betest für Menschen und fragst diese Liste einfach ab, tu die Leute erzählen lassen von diesen Praktiken, damit man auch das abschneiden kann in diesem Moment. Leute, die erfahren sind im Heilungsdienst, die gehen da oft rein. Und allein schon Pendeln und diese Gläserrücken und so weiter macht etwas auf in der geistlichen Welt. Es beginnt meistens immer mit Unruhe, mit Angstzuständen, mit Schlaflosigkeit und so. Aber danach geht es dann los mit dem echten Inhalt. Ja. Okay, dann Punkt Nummer 8, ungesunder Lebensstil. Permanente laute Disco-Musik steht hier, ja. Ich denke mal, das ist für uns klar. Punkt Nummer 9, unterlassene Körperpflege oder Hygiene. Ist auch ziemlich klar. Punkt Nummer 10, verschiedene Arten von Angst. Wenn man da drin sitzt, macht die oft etwas auf, auch auf der körperlichen Ebene für Krankheiten. Punkt Nummer 11, Unvergebenheit, Rache, Hass, Bitterkeit. Das sind Punkte, wo ein Anziehungspunkt ist für Krankheiten. Wir sitzen gerade in der Frage, warum werden Menschen nicht geheilt? Ja, ich habe euch das Beispiel am Anfang erzählt mit diesem Mann, der hinten mit diesem Wesen da zugemacht wurde. Was war der Punkt? Der Punkt war Unvergebenheit. Ich persönlich glaube, dass Unvergebenheit einer der größten Punkte ist im Heilungsdienst. Jesus geht ganz scharf gegen Unvergebenheit. Ganz, 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 ganz scharf. Schärfer wie gegen Hure und Prostituierte. Ja? Unvergebenheit ist kein Kavaliersdelikt. Unvergebenheit ist ein absoluter Feind von uns. Lasst uns in Vergebung leben, denn dafür ist Jesus gestorben, damit Vergebung zustande kommt. Ja? Das ist doch der Inhalt davon. Dann Punkt Nummer 12, zu viel Stress, zu wenig Ruhe. Ist auch ein Punkt. Punkt Nummer 13, alters- oder berufsbedingte Schwäche. Punkt Nummer 14, Seucheninfektion. Punkt Nummer 15, kein geistlicher Schutz, keine Gemeinde. Das hat zu tun auch da oben mit Punkt Nummer 4, mit Leiterschaft. Ich habe schon erwähnt, Matthäus 16, Vers 18. Und die Pforten der Hölle oder des Hades Todes werden die Gemeinde nicht überwinden. Wir haben eine Verheißung auf die Gemeinde. Nicht auf die richtige Gemeinde, nicht auf die richtigen, perfekten Leute, aber wir haben eine Verheißung auf Gemeinde. Und ich möchte dich ermutigen, ich persönlich wäre heute nicht dort, wo ich bin, wenn ich nicht die Gemeinde hätte, die mich beschneidet und sagt: Daniel, so glaube ich, ist nicht gut. Und ich, okay, alles klar. Wir brauchen Brüder und Schwestern, die uns auch beschneiden dürfen, die unser Leben reinschauen dürfen, wo wir Vaterschaft erleben, Mutterschaft, Freundschaft erleben. Wir brauchen es. Und gleichzeitig ist es ein großer geistlicher Schutz. Punkt Nummer 16, keine oder zu wenig Zeit mit Gott. Gibt es auch. Punkt Nummer 17, Auflehnung gegen den Willen Gottes. Wir erleben das beim Sündenfall. Ja? Der Sündenfall kam zustande, aufgelehnt gegen Gottes Wille und somit kam auch die Krankheit eben auf dieser Erde. Punkt Nummer 18, andere richten, verachten oder Finger ausstrecken. Bitte achte darauf, richten ist nicht gut. Ja, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, steht hier so. Ja? Das heißt, da ist ein Prinzip der Saat und Ernte. Wenn du säst, wirst du auch ernten. Gott lässt dich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und deswegen achte darauf, nichts zu richten. Sprech lieber Gutes. Da gibt es einen Trick. Lieben, segnen, vergeben. Ja? Wenn Leute dich fertig machen wollen, liebe sie, segne sie und vergib ihnen. Ja? Und weiter geht's. Krone richten, weitergehen. Jawohl. Punkt Nummer 19, kein Herz für das Geben des Zehnten oder mangelnde Großzügigkeit. Ich bin so dankbar, dass wir in einer Gemeinde leben, wo wir nur zweimal kurz sagen mussten, wir machen gerade eine Soforthilfe-Corona-Dings für Indien und plötzlich kamen, wie viel, 20.000, 30.000 zusammen.
ohne irgendeinen Spendenaufruf. Ich bin so dankbar, in einer Gemeinde zu sein, die großzügig ist, ja, die die Not der Mission kennt und die so viel gibt, wo wir so viel weitergeben konnten. Mann, das ist so stark, ja, so stark. Und ich kenne gleichzeitig Menschen, die sind geizig, mangelnde Großzügigkeit. Hinter Geiz steckt ein Geist des Mammon. Der verbirgt sich nur nicht so, ja. Es gibt, also Mammon hat zwei Ebenen. Mammon ist eins, ist dieses Verschwenderische, man schmeißt alles raus, also nicht treu mit dem Geld. Und zweite Ebene ist dann, du darfst nichts, soll nicht und wir dürfen nichts mehr machen. Also Geiz dahinter, ja. Es gibt diese zwei Ebenen. Ich kenne ein Ehepaar, ziemlich gut, ziemlich erfolgreich, im Glauben beide. Und irgendwann mal hat die Frau sich mir geöffnet, unter Tränen, haben zwei Kinder, die ist auch schon Oma mittlerweile, und weint und sagt, mein Mann ist so geizig. Und sie erzählt mir die Geschichten, wie für ihre eigenen Kinder nichts gekauft werden konnte, weil so ein Geiz da ist. Und es tötet alles in dieser Ehe, macht alles kaputt. Und diese Last des Herzens hat so viel Krankheit freigesetzt in dieser Familie, wo ich sagen muss, jawohl, das stimmt. Entweder ihr dient Gott oder dem Mammon. Was ist der Schlüssel gegen Geiz? Einfach geben. Ganz einfach, ja. Gib einfach. Da löst du das ganze Ding, ja. Also ziemlich einfach. Wichtig ist, es zu erkennen, zu benennen, Buße tun und dann einfach rausgehen. In Einheit ist immer wichtig. Aber Geiz oder dienen dem Mammon ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Krankheit, sondern ist ein Zerstörungspunkt für ihn und ganze Familien. Das ist nicht ohne diese Sache, von daher, nur das war so eine Nebeninformation bei Punkt Nummer 19. Punkt Nummer 20, andere beneiden oder Eifersucht. Uiuiui. Eifersucht ist eine mächtige Waffe. Ja. Und dann geht's los, ja. Und dann hat man eifersüchtig und dann redet man. Uiuiui. Ich rate dir eins, wenn du eifersüchtig bist, zornig oder Wutausbrüche hast, bitte rede nicht. Erlaube nicht, dass in Wut, in Angst, in Zorn, in Eifersucht der Teufel deine Worte benutzt und zu einer zerstörerischen Waffe des Feindes produziert, mit der Autorität, die Jesus dir gegeben hat. Bitte, bitte, bitte nicht. Sprich im Glauben oder halte deine Klappe. Nicht sprechen in Angst, in Zweifel, in Sorgen, in Minderwertigkeit, in Eifersucht, in Zornausbrüche, in Wutausbrüche. Bitte nicht. Die Folge davon ist ein Anziehungspunkt auch für Krankheiten, aber es ist das Kleinste. Die Größte sind diese seelischen Schmerzen dahinter. Uiuiui, ja. Bitte sprich im Glauben oder halte die Klappe. Ja. Wenn du zuguckst, sprich im Glauben. Ja, okay. Gut. 21. Verzweiflung. Was machen wir gegen Verzweiflung? Wenn du verzweifelt bist, nimm das Wort und stärke dich. Ja? David war oft verzweifelt und was hat er gemacht? Er hat sich im Herrn gestärkt, im Wort gestärkt. Und das ist das Entscheidende, dass wir uns im Wort stärken. Dann Punkt Nummer 22. Missbrauch jeglicher Art. Physisch, seelisch, geistlich, sexual, verbal oder Leiterschaft. Es gibt viele Missbrauchsebenen. Viele, 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 viele. Ich erzähle euch ein Beispiel. Ich habe einen Freund, der ist ziemlich eng mit mir und Männerfreundschaften dauern lange. Ja, also bis eine Männerfreundschaft wirklich tief geht, da braucht es schon viele Jahre. Ich weiß, warum das so ist, aber wenn sie mal drin ist, dann ist sie auch drin. Ja? Dann hast du eine Männerfreundschaft. Ja? Und ich habe ihn also über 10 Jahre, kenne ich ihn schon und so. Und irgendwann öffnet er sein Herz und sagt, Daniel, ich wurde damals vergewaltigt von meinem eigenen Vater. Ich war richtig geschockt. Was? Und hat mir das erzählt und so. Und dann frage ich ihn, bist du bereit, ihm heute zu vergeben? Er sagte, ja, jetzt bin ich bereit. Ich, cool, los geht's. Und dann hat er ausgesprochen, ich bin bereit, meinem Vater zu vergeben. Für. Und dann die ganzen Punkte, das und das und das und das und das und das. Und hat alles losgelassen. Und ab diesem Moment ist in seinem Körper ein Wendepunkt geschehen. Nicht nur in seiner Familie, nicht nur seelisch und so, auch körperlich. Es hat eine Stärke zustande gekommen. Und ich habe so richtig gesehen, wie eine Last von seinen Schultern losgegangen ist. Ich denke, wow, voll cool. Und das war ein Wendepunkt in seinem Leben, auch in seiner Familie. Allein die Vergebung. Und dieser Missbrauch, der da geschehen ist, Punkt Nummer 22, wurde plötzlich zu einem Ort des Segens. Die haben gut geredet, auch bevor der Vater gestorben ist, hatte ihm ins Gesicht gesagt, hey, ich liebe dich und ich vergebe dir. Wow, voll stark. Und dadurch wurden Bindungen gelöst
Und dieser Missbrauch wurde tatsächlich geheilt. Klar, das muss erstmal, die ganzen seelischen Sachen müssen nachgeholt werden, logisch. Aber die Wurzel ist die Vergebung da drin. Also bitte. Dann Punkt Nummer 23, ganz wichtig, ist auch sehr umstritten in der geistlichen Welt. Ich gehe mal kurz rein. Generationsflüche oder Sünden von Vorfahren ist auch so ein Punkt, wo... Ui, da gibt es zwei theologische Lager. Die einen sagen, das geht überhaupt gar nicht. Die anderen sagen, jedes kleinste Problem ist schon Vorfahrensünde. Ja? Die Medizin, die hat das auch schon begriffen, dass es sowas gibt. Wenn du zum Arzt gehst, irgendeine Krankheit oder so, dann fragen sich, hatten deine Eltern das auch schon? Die kapieren auch schon, dass irgendwas in der Linie funktioniert. Aber dann hört sie auf mit der Frage. Mehr, weiter können sie ja nicht gehen. Ja? Die fragen nur, haben deine Eltern das auch schon gehabt oder in der Familie jemand gehabt? Dann sagst du ja und dann behandeln sie dich halt und Ende. Weiter geht's nicht. Aber sie verstehen schon, dass eine Linie von der Generation kommen kann. So, Frage ist, gibt es sowas oder gibt es sowas eben nicht? Steht geschrieben, genau. Galater 3, Vers 13. Jeder Fluch ist zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Wenn selbst eine Generation ausgesprochen wurde, von deinem Opa, von deiner Tante, von deinen Eltern, wer auch immer, hat einen Fluch ausgesprochen. Selbst wenn ein Satanist in dein Haus reinkommt und es macht, machst du dir das Wort auf und sagst, Galater 3,13, jeder Fluch ist zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Und in dem Moment, wo du im Glauben stehst, ist jeder Generationsfluch in deinem Leben zerstört. Alles. Vollständig. Ja? Und ich möchte dich ermutigen, aber es geht nur durch Jesus Christus. Durch Jesus Christus ist der Fluch zerbrochen, denn verflucht ist der, der am Holz hängt, sagt das Wort. Und somit ist jeder Fluch am Kreuz begradigt und beerdigt. Und da möchte ich ermutigen darin, dass diese Generationssache keinen Einfluss haben wird auf deinen Körper und auf deine Seele. Ja? Ganz wichtig. Da gibt es viele, viele Ebenen. Also es gibt Flüche oder Linien der Scheidung, wo alle sich scheiden lassen, alle misshandelt werden. Todeslinie, wo ein Tod nach dem anderen kommt in Familien rein. Also es gibt ganz viele verschiedene Linien. Jede dieser Flüche ist zerbrochen durch Jesus Christus am Kreuz von Golgatha. Ja, das ist die Lösung. Und hier, also merkt ihr, viele körperliche Dinge haben gar nicht mehr zu tun mit dem Körper. Im Körper, sondern haben eher zu tun mit geistlichen Ebenen. Und da müssen wir lernen, dass wir das Wort annehmen und im Heilungsdienst auch da reingehen. Dann Punkt Nummer 24, außerbiblische Heilungsversuche oder Einflüsse. Es gibt verschiedene Heilungsversuche von anderen Leuten. Da gehst du zu irgendwelchen Energiequellen. Oder im russlandsdeutschen Bereich gibt es solche Babuschkas, solche Omas, die dann irgendwelche Zeugs da mit dir machen. Ja? Und die versuchen irgendwelche Heilungsversuche zu machen oder du gehst in die Esoterik rein und so. Bitte, 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 mach das nicht. Es gibt nur eine Quelle, die wirklich funktioniert und ohne Abhängigkeit ist, und das ist die Quelle durch Jesus Christus. Ja? Ich war in Indien da, vor 2018 waren wir in Indien, nee, 19 waren wir in Indien, und da habe ich jemanden kennengelernt, so einen Hindi-Priester, der konnte auch prophezeien und auch heilen. Ja? War ziemlich gut, ganz oben, also auf dieser Liga da. Und er hat sich bekehrt zu Jesus Christus. Und dann haben wir geredet miteinander. Und ich frage ihn, hey, wie funktioniert Heilung eigentlich bei euch? Und er fängt an zu lachen und sagt, Daniel, das funktioniert überhaupt gar nicht. Ja? Gar nicht. Ich kann zwar die Menschen, und ich konnte damals die Menschen heilen, aber danach ist eine Krankheit an einer ganz anderen Stelle wieder gekommen. Ja? Überhaupt keine Freiheit irgendwie. Dann hatten sie, und dann kommt eine Abhängigkeit zustande von diesem Guru da. Aber es hat keine befreiende Wirkung. Es gibt nur einen Befreier, und das ist Jesus Christus. Ja? Jesus heilt ohne Nebenwirkung. Ja? Jesus heilt ohne Abhängigkeit. Er kommt, um dich freizusetzen von diesen ganzen Dingen. Und das ist das Gute. Ja? Jesus ist derjenige, der am Kreuz alles bezahlt hat. Vollständig. Dann Zweifel und Unglaube. Das sind zwei große Bollwerke, die in Deutschland gar nicht so gesehen werden. Die tarnen sich immer als Humanismus und als große Intelligenz. Ich würde sagen, das große, ich will es nicht aussprechen, Zweifel, Jakobus 1, Vers 6 sagt, ein Zweifler bekommt gar nichts. Er soll nicht mal denken, dass er irgendwas kriegt. Zweifel ist also nicht etwas schön Humanistisches, wo du dann langsam kannst du lernen. Nein, Zweifel ist ein Feind des Glaubens. Zweiter Punkt, Unglaube ist nicht etwas, wo du so noch am Entwickeln bist. Unglaube ist ein,
ist ein Feind deines Lebens. Jesus war in seiner Vaterstadt und er will viele Menschen heilen. Und er kann gar nicht, der Messias kann nicht, wegen ihres Unglaubens. Der Unglaube ist ein Blockiereffekt, enormer Blockiereffekt. Selbst für den Messias. Jesus konnte nicht, wegen ihres Unglaubens. Ja. So bitte, bitte schmeiß den Unglauben raus. Wie? Durch Glauben. Wie kriegt man Glauben? Durch Hören. Ja. Höre das Wort. Wenn du das Wort Gottes liest, bitte lese es laut. Wenn du es aussprichst, hörst du es, dann fällt es in dein Herz und dann kommt Glaube zustande. Und so kommt Glaube zustande und tut Unglaube raus. Und Zweifel kriegt man auch durchs Wort Gottes weg. So, dann gibt es ungesunde Ernährung und Lebensweisen. Ich denke mal, das kennen wir. Punkt Nummer 27, negatives Denken oder Haltungen. Ich kenne so viele Menschen, die immer nur negativ sind. Ja? Egal, was du denen sagst. Und dann geht's los. Ja? Dieses, das hat ein Anziehungspunkt für Krankheit. Sprich Gutes. Segne, ja, das ist entscheidend. Dann gibt es Sorgen, Punkt Nummer 28. Philipper 4 sagt, sorgt euch um nichts, ja. Nichts sorgen, also nichts ist wirklich nichts. Mach dir keine Sorgen. Wenn Gedanken kommen, du weißt nicht, wie du es lösen willst, dann fange an zu beten dafür und sagst, Jesus, danke für dein Wort. Ich nehme dein Wort und ich verherrliche dich in diesem Wort und schmeiß die Sorgen raus und komm hinein mit Liebe. Punkt Nummer 29, böse über andere sprechen, permanent rumkritisieren. Ich denke, ihr kennt auch solche Leute. Bitte sei du nicht jemand, wo immer böse rumredet, rumkritisiert, sondern wo ermutigt, tröstet, aufbaut und dann zur richtigen Stelle das Richtige reinspricht, damit echte Frucht entsteht. Punkt Nummer 30. Eine Ursache ist keine oder eine falsche Gemeinde. Ihr glaubt gar nicht, was da alles möglich ist. Uiuiui, was ich da schon gehört habe. Punkt Nummer 31, falsche Religion, Irrlehre oder Götzen. Punkt Nummer 32, wird oft unterschätzt, Vater und Mutter nicht ehren. Das ist das erste Gebot mit Verheißung. Epheser 6, Vers 2 sagt es nämlich, ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben haben wirst. Ja? Langes Leben. Vielleicht gehen wir ganz kurz da rein. Epheser 6, Vers 2 hat mir Gott aufs Herz gelegt, soll ich auch erwähnen, wenn ich dann hier mit euch rede. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung. Damit es dir wohl gehe, gut gehe, damit du gesund bist, ja? Wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Lange Leben auf der Erde hat zu tun mit Vater und Mutter ehren. Steht hier. Das erste Gebot mit Verheißung. Schon vor, wo die Erde geschaffen wurde, die 10 Gebote, da steht sogar schon drin. Ehre Vater und Mutter, damit du lange lebst. Wenn du noch einen Vater und eine Mutter hast auf dieser Erde, bitte, wenn du in der Pause rufst sie an oder schreib irgendwas oder so, irgendwas Kleines, das hat schon die Wirkung. Auch wenn die richtig schlimm zu dir waren, tu Ehre sprechen. Das hat eine Wirkung, das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Hat zu tun mit unserem Körper, damit es dir wohl gehe. Ja? Manche machen da einen Punkt auf und merken gar nicht, dass das eine Eingangstür ist für Krankheit. Damit es dir wohl geht und du lange lebst auf der Erde. Wenn du keine Eltern mehr hast, wo leben, dann danke doch mal deinen geistlichen Eltern. Dein Hauskreisleiter, die Leiterschaft, die dich so weit gebracht haben bis heute. Ja? Deine geistliche Mama, deinen geistlichen Papa, der dir so geholfen hat bis heute. Ehre Vater und Mutter, damit es dir wohl geht und du lange lebst auf dieser Erde. Wer von euch will, dass es wohl geht und du lange lebst? Jawohl. Nicht hinvegetieren in Krankheit, bis du krepierst am letzten Tag. Nicht so. Sondern dass es dir wohl geht und du lange lebst. Bis zum letzten Tag gesund, okay? Und am letzten Tag sagt Jesus, jetzt ist zu Ende, komm nach Hause, ja? Du hast alles vollbracht, so will ich nach Hause gehen. Ja, ohne Krankheit am Ende, voll zum Herrn. Das wollte ich erwähnen, das ist ganz wichtig. Punkt Nummer 33, kein Umgang oder Erkenntnis des Wortes Gottes. Hosea 4, Vers 6 sagt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das heißt, wenn wir die Erkenntnis Gottes nicht wahrnehmen und nicht das Wort Gottes lesen, hat es manchmal einen Anziehungspunkt auch für Krankheiten. Punkt Nummer 34, andere beherrschen, unterdrücken oder Schaden zufügen. Punkt Nummer 35, Passivität. Passivität hat einen Nachteil, dass du nicht im Kampf bist.
Epheser 6, ja. Epheser 6 sagt, damit ihr am bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Passive Leute lassen es einfach über sich ergehen. Und dann kommt auch Krankheit manchmal rein. Punkt Nummer 36, Schadenfreude. Wenn du dich freust am Schaden von anderen. Die Liebe, 1. Korinther 13 sagt, sie freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Ja, das ist die Liebe. Und das andere ist eben diese Schadenfreude. Und da möchte ich ermutigen, geh da raus. Ja. Unterlassungssünden, 37, ist in Matthäus 25 erwähnt, Vers 34. Was ihr einem dem Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Ja. Also Dinge, die du tun kannst für Geringst und die nicht tust, sind sogenannte Unterlassungssünden laut Jesus. Punkt Nummer 38, keine Barmherzigkeit mit der Not der anderen oder ein hartes Herz. Das kann eben auch ein Anziehungspunkt sein für Krankheit. Punkt Nummer 39, in Lüge leben oder in Lebenslügen, ja, da drin zu sein. Und jetzt kommt Punkt Nummer 40, der letzte, ist nicht vollständig, aber 40 gute Punkte. Dem Heiligen Geist widerstehen oder betrüben, das ist eine der heftigsten Sünden, ja. Wo Jesus auch sagt, das alles wird vergeben, aber die Sünde gegen den Heiligen Geist nicht. Und bitte, lass dem Heiligen Geist Raum in deinem Leben, widerstehe ihm nicht und betrüge ihn nicht. Ja? Das ist ganz wichtig. So, ein bisschen habe ich überzogen. Wir wollen 10 Minuten Pause machen bis um 4. Da können wir nochmal Luft schnappen. Und dann wollen wir um 4 bis 5 reingehen, in die letzten paar Punkte. Wir werden auch Fragen und Antworten dann noch zulassen am Ende. Und 10 Minuten Pause bis um 4. So, wir wollen reingucken im Punkt 3.3. Wie Heilung zustande kommt. Punkt 3.3, wie kommt Heilung zustande? Wir haben ja gerade eben gelernt, die ganzen Punkte von warum Heilung nicht zustande kommt, also warum etwas nicht zustande kommt. Jetzt wollen wir hineinschauen, wie kommt Heilung zustande? Es gibt drei verschiedene Zugänge. Zugang Nummer 1 ist durch Glauben, das ist der Hauptweg, da gehen wir gleich rein. Punkt Nummer 2 ist durch die Gabe der Heilung, ist einer von den 9 Geistesgaben. Punkt Nummer 3 ist durch Gnade und dann wollen wir reinschauen, Wege oder diese Arten der Heilung. Lass uns reingucken in den Glauben. Ich persönlich bin ein Verfechter des Gedankens durch Glauben, weil ich selber durch Glauben geheilt wurde. Und das ist der Standardweg der Bibel und den wollen wir anschauen in Lukas Kapitel 17, Vers 19. Und er sprach, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube hat dich geheilt oder dir geschehe nach deinem Glauben. Das Wort gerettet oder geheilt ist im Ursprungswort genau das gleiche. Komm zu meiner Tochter, lege die Hände auf, damit sie gerettet wird oder geheilt wird, sagt Jairus. Und hier steht drin, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt, oder? Lukas Kapitel 8, Vers 50, da steht drin, als aber Jesus es hörte, antwortete ihm, fürchte dich nicht, glaube nur. Und sie wird gerettet werden oder sie wird geheilt werden. Der Standardweg der Bibel, den Gott uns für Heilung gibt, ist immer durch Glauben. Dass wir erkennen, dass wir uns die Bibelstellen anschauen, in denen Jesus Menschen geheilt hat, ist sehr wichtig. An den Stellen, an denen man selbst spricht und antwortet nicht, ich habe dich geheilt, sondern Jesus sagt immer und immer wieder, dein Glaube hat dich geheilt. Eins müssen wir verstehen, dass er nicht sagt, ich mache das, sondern du empfängst Gottes vollständige Erlösungswerk, auch Heilung durch Glauben. Es ist wichtig zu verstehen, dass ein Hauptweg ist immer durch Glauben. Und alles, was ich in meinem Leben eigentlich tue im Heilungsbereich, ist durch Zeugnisse, durch Ermutigung, durch Stärken, durch Erzählen meines eigenen Lebens, einfach den Glauben in den Zuhörern zu stärken. Viele Heilungsdienste bauen auf einen einzigen Prinzip auf Glaube. Das heißt, sie machen Gottesdienste mit Zeugnissen, mit Ermutigungen, mit Beispielen, mit einem Ziel, dass Glaube wächst. Und wenn der Glaube in einem Raum wächst, ist alles möglich für den, der da glaubt. Deswegen möchte ich ermutigen, halte im Glauben fest. Mein eigener Weg war das so, ich habe also die MS-Diagnose bekommen 2003 und die haben zu mir gesagt, du wirst in 2 Jahren im Rollstuhl sitzen, ich konnte schon nicht mehr laufen, schon Hälfte nicht mehr sehen, nicht mehr schreiben, nichts mehr gespürt und humpel da rum und so. Und alle haben gesagt,
du bist krank, meine Gefühle, meine Freunde, alle haben gesagt, du bist krank, aber das Wort Gottes hat gesagt, du bist geheilt. Ja? Und ich habe einfach genommen, danke Jesus, dass das, was du sagst, stimmt. Und ich habe immer wieder Glauben ausgesprochen. Wie? Aussprechen des Wortes Gottes hat eine Wirkung, dass wenn man es ausspricht, es kommt ins Ohr rein und vom Ohr ins Herz und dann glaubt man. Der Glaube kommt vom Hören. Ja? Und das ist das Entscheidende. Und die haben eben gesagt, du wirst in 2 Jahren im Rollstuhl sitzen, heute bin ich 17 Jahre vollständig geheilt, weil es einen Gott gibt, der heute noch heilt und sein Name ist Jesus. Ja? Das ist die Botschaft, die ich vertrete, aber letztendlich geht es um eins, um Jesus Christus und nicht um Heilung. Ja? Und das, aber in Jesus, beim Heiler, gibt es auch Heilung. Ja? Das ist das Entscheidende. Ich möchte dich ermutigen da drin, den Glauben zu stärken. Wie stärken wir den Glauben? Es gibt praktische Schritte und da habt ihr jetzt auf eurem Handout habt ihr ein paar Punkte, könnt ihr mitlesen. Punkt Nummer 1, sei dir sicher, dass Heilung sein Wille ist, Gottes Wille. Ja? Wisse eins, er will dich heilen. Wenn du das nicht glaubst, dann stürzen wir meistens schon beim Punkt Nummer 1 ab. Wisse, er will dich heilen, das ist wichtig. Punkt Nummer 2, studiere sein Wort. Punkt Nummer 3, höre sein Wort. Immer wieder, immer wieder. Klar, du musst dich studieren, auch mit der Krankheit. Du musst also auch wissen, wie funktioniert das mit dieser ganzen Krankheit und so. Aber so war es bei mir. Ich habe die ganzen MS-Bücher lesen müssen. Mein Glaube war, boom, auf Nullpunkt. Da habe ich Gottes Wort gelesen, mein Glaube wächst wieder. Dann wieder MS-Bücher, boom, auf den Nullpunkt. Ja? Und da habe ich kapiert, da geht es um einen Kampf in meinem Herzen, um den Glauben. Und das ist das Entscheidende, dass wir den Glauben festhalten. Wie? Indem, dass wir Gottes Wort aussprechen. Sein Wort hören und dann seinem Wort auch glauben. Punkt Nummer 4. Ja? Bei mir war der Glaube irgendwann so stark, ich habe eins gewusst, was Gott sagt, stimmt. Nicht, was mein Körper sagt, stimmt. Und das war so fest bei mir. Ich habe gewusst, wenn Gott das sagt, ich bin geheilt, dann bin ich geheilt. Aber ein körperliches Wunder, dass es auch als Wunder gilt, muss es auch zustande kommen. Ja? Für mich, für einen Glaubenden ist nicht wichtig, dass es zustande kommt. Ein Glaubender hat das bereits vorher. Kennt ihr die Stelle in Hebräer 11? Diese alle haben die Verheißung nicht erlangt, weil sie nicht ohne uns verherrlicht werden sollten. Ein Glaubender hat kein Problem, wenn er es nicht sieht, dass es physisch zustande kommt, weil er hat das schon im Glauben bei sich. Aber damit ein Wunder überhaupt ein Wunder wird, muss es natürlich zustande kommen, ganz klar. Und deswegen möchte ich ermutigen, durch Glauben das einfach festzuhalten. Lass dich nicht vom Feind belügen, vor allem nicht in Nächten voller Schmerzen, in Arztbesuchen voller Diagnosen, in irgendwelchen Kaffeekreis bei Tante Emma, ja, wo alles trübsalmäßig geblasen wird. Lass dich nicht vom Feind belügen. Lass nur einen zu dir sprechen, das ist das Wort Gottes. Ja? Das ist das Entscheidende. Dann Punkt Nummer 6, sprich Gutes aus. Wenn Leute dich fragen, wie geht's dir? Klar, du sprichst schon ehrlich, hey, dessen Tatsachen. Ganz klar, die Ärzte sagen das, mein Körper sagt das, mir geht's so und so. Aber, mach das göttliche Aber. Aber ich weiß, in Jesus Christus ist die Hoffnung. Ich weiß, durch ihn, ich weiß, in ihm. Gerade auf dem Klo habe ich gefragt, wie geht's dir? Oh, aber ich weiß, in Jesus Christus, ja? Das war eine gute Antwort, ja? In Jesus. Das ist gut. Dann Punkt Nummer 7. Zweifle nicht, glaube nur. Jakobus sagt, ein Zweifler bekommt nichts. Jesus sagt, dem Glaubenden ist alles möglich. Lass uns eine Gemeinde sein, die nicht zweifelt, sondern glaubt. Punkt Nummer 8, bau deinen Glauben auf, bevor du in die Krise kommst. Die meisten Leute, die zu mir kommen, sagen, ich bin krank, habe dessen. Die sitzen schon in der Krise und dann geht's los. Da musst du sie erstmal von ganz unten hochholen. Ja? Aber wenn du schon stark bist, auch wenn es dir gut geht, und dann kommt der Feind und versucht, dich umzuhauen, bist du schon stark. Da fällst du gar nicht so arg. Ja? Also besser ist, wenn du deinen Glauben aufbaust, schon bevor du in die Krise kommst. Punkt Nummer 9, sei nicht abhängig vom Glauben anderer. Nicht der Hauskreisleiter, nicht dein Pastor, nicht dein Beter wird das Ding lösen, sondern sei im Glauben, sag Jesus, auch wenn es keine Person gibt, ich glaube dir so, wie wenn ich ganz alleine bin. Ja? Wie wenn du im Gefängnis wärst. Ja?
Keiner ist da, wo dir die Hände auflegen kann, mit dir glauben kann. Du bist alleine mit Jesus und sagst, Jesus, ich brauche hier deine Hilfe. Vielleicht bist du gefangen an deinem Bett oder bist irgendwo gefangen in irgendeinem Bereich und du kommst nicht raus. In diesem Moment ist Jesus bei dir. Ich bin alle Tage bei dir bis zur Vollendung des Zeitalters. Ja? Sei nicht abhängig von anderen. Andere können gut helfen, aber Jesus hat immer gesagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Ja? Dein Glaube hat dich geheilt und deswegen hier, das sind diese Schlüssel, wie man Glaube aufbaut. Jetzt kommen wir zu der Spannung zwischen Gottes Wille und dem momentanen Zustand. Im Heilungsbereich sieht man das ziemlich gut. Es gibt eine Spannung zwischen Ist und Soll oder zwischen Stellung und Zustand. In der Stellung Jesu ist die Heilung bereits vollendet. Sie ist bereits getan. Sie ist bereits erfolgt. Dein Körper sagt dir aber permanent, nein, 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 nein. Dein Zustand sind Schmerzen, sind Probleme, Körper hat Probleme. Die Stellung ist, ich bin bereits geheilt. Der Zustand sagt, oh, mir tut alles weh. Die Stellung in Jesus, es ist bereits vollbracht. Und das ist eine krasse Spannung. Oder? Diese Spannung nennt man Glaube. Zerschneide bitte nie diese Spannung. Eine spannungslose Theologie hat die Gefahr, unbiblisch zu werden. Wenn du die Spannung abschneidest zwischen diesen beiden Zuständen, rutschst du in eine von beiden Extreme. Ich sage dir jetzt die Worte der Extreme. Das ist nicht meine Meinung, es sind die Worte dieser Extreme. Linke Extrem, ich bin schlecht, Gott will mich strafen, ich muss die Leiden auf mich haben, ich muss wie Jesus leiden und ich bin halt krank und Gott will, dass ich krank bin und es ist halt so. Das ist das, wenn man die Spannung des Glaubens abschneidet, rutscht man ins linke Extrem. Okay? Rechte Extrem sind die Hypercharismatiker. Ja? Total am Ende, alles ist gut, überhaupt nichts, ich habe gar nichts und ich tue das alles gar nicht andenken. Ja? Wichtig ist, wir tun schon mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Wir wissen, was die Ärzte sagen, wir wissen, wie es uns geht, wir wissen, was los ist. Aber gleichzeitig glauben wir dem Herrn in der Spannung so sehr, dass er am Kreuz alles vollbracht hat. Bitte glaube so, wie wenn es keinen Arzt geben würde. So sehr glaub, ja. Und gleichzeitig sei den Ärzten auch gehorsam, das ist wichtig. Lass sie bestätigen, dass ein Wunder auch geschehen ist. Nicht umsonst sagt Jesus, geht hin zu denen und lasst bestätigen, dass ihr geheilt worden seid, ja. Und da kamen nur zwei zurück zum Danke sagen, also zum Zeugnis geben. Wichtig ist auch Zeugnis zu geben von dem, was du sagst. Wichtig ist, halte den Glauben fest. Was ist Glaube? Hebräer 11, Vers 1. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, Körper sagt, ich bin krank. Das Wort sagt, ich bin geheilt. Die Spannung dazwischen ist der Glaube. Zerschneide den Glauben bitte nie. Denn dir geschehen nach deinem Glauben. Was ist der Glaube jetzt? Eine Überführung von Dingen, die man nicht sieht. Also ein Nichtzweifeln an Dingen, die man nicht sieht. Beispiel, ich bin krank, MS ist da, mein Körper will nicht. Aber gleichzeitig glaube ich zu 100%, dass ich bereits geheilt bin, nicht werde. Bin. Das ist Glaube. Dein Kopf sagt, du bist verrückt. Dein Herz sagt, Amen, 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 weiter, weiter, weiter. Glaube heißt ein Nichtzweifeln an Dingen, die man noch nicht sieht, physisch noch nicht sieht, aber im Herzen schon sieht. Das ist Glaube. Und dann sagt Hebräer 11, 1, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Also es wird verwirklicht, es kommt in Existenz, es kommt hinein. Auf was? Was wir hoffen. Wo liegt unsere Hoffnung? Im Erlösungswerk Jesus. Er ist uns eine lebendige Hoffnung geworden. Glaube ist also etwas, verwirklicht dessen, was man hofft. Also das heißt auf Deutsch, das Wunder kommt zustande. Es wird verwirklicht, es wird sichtbar. Aber du musst glauben. Okay, ich möchte dich ermutigen, diese Spannung ist nicht ohne. Sie hat die Gefahr, die meisten rutschen nach links ab, Richtung Verdammnis. Und sagen, ich muss es halt leiden und ich akzeptiere es und so weiter. Leute sagen, du musst halt dich akzeptieren und damit leben. Nein, nein, nein. Am Kreuz von Golgatha ist es vollbracht. Ja? Und da möchte ich ermutigen, diese Spannung nicht abzuschneiden. Eine spannungslose Theologie hat die Gefahr, unbiblisch zu werden, links oder rechts. Bitte halte die Spannung fest.
In diesem Bereich der Glaubensleute oder Glaubensmenschen gibt es verschiedene Glaubensträger. Es gibt drei verschiedene Arten. Punkt Nummer eins ist der Kranke selbst. Der Kranke selbst sollte glauben. Zum Beispiel ganz oft in Lukas 17, Vers 19, spricht zu ihm, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet oder dein Glaube hat dich geheilt. Wichtig ist also, wer muss diesen Glauben halten? Der Kranke selbst. Bitte halt den Glauben fest, ganz wichtig. Die zweite Möglichkeit ist der Heilungsvermittelnde. Und zwar ist da ein Beispiel, kennt ihr das von Petrus und Johannes im Tempel? Sie sind am Tempel, da gibt es diesen einen Gelähmten und sagt, hey, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, gebe ich dir, steh auf. Und er steht auf. Ja? Das heißt, die haben selber den Glauben und er vermittelt den Glauben. Und in diesem Moment wird er dann auch geheilt. Und die dritte Gruppe ist eine dritte stellvertretende Person, die auch heilen, auch beten kann oder glauben kann. Da gibt es diesen Hauptmann, dessen Diener ist krank. Nicht der Hauptmann ist krank. Kennt ihr Geschichte, ne? Er kommt zu Jesus und sagt, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Und was sagt Jesus? Wow, so einen Glauben habe ich noch nirgendwo gesehen. Dir geschehen nach deinem Glauben. Er war gar nicht krank, aber sein Diener war krank. Die dritte Person hat eine Möglichkeit, Heilung freizusetzen für den, der krank ist. Okay? Drei Leute gibt es also. Der Kranke selber, ich würde sagen, da so 80% der Heilung stecken bei Nummer 1 drin. Dann Punkt Nummer 2, der Heilungsvermittelnde, der für dich betet. Heute um 5 Uhr gibt es oben Heilungsgebet, Healing Rooms, der für dich betet. Ihr geht in Punkt Nummer 2 rein, also in die heilungsvermittelnden Dinge. Also ihr legt Hände auf für die, die krank sind. Und Punkt Nummer 3, das ist dann meistens du, dessen Tochter, Enkel, Neffe oder so krank ist und du hast Glauben und sagst, Jesus, sprich nur ein Wort und mein Neffe wird gesund. Ja? Kriegst eine Botschaft, irgendjemand Unfall gehabt, kriegst eine Botschaft, irgendjemand hat Krebs, was auch immer und du sprichst hinein und alles ist möglich für den, der glaubt. Ich habe vor ein paar Jahren eine WhatsApp-Nachricht bekommen, laufe gerade vor Mittagspause ins Geschäft wieder, lese das ganze Ding so und irgendein Baby ist im Bauch, hat Herztöne beendet. Also kurz vor der Geburt, Baby ist im Bauch, Herztöne sind beendet, Notoperation, das Kind ist tot. Bitte betet. Alles klar, haben wir gebetet. Und dann habe ich gebetet dafür und während ich bete, versetzt Gott mich in die geistliche Ebene, geistlich gesehen in den Bauch dieser Mutter. Und ich bin da drin und sehe dieses Baby auf dem Rücken tot. Und ich spreche hinein. Baby, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ich sehe im Geistlichen, während ich physisch rumlaufe, ins Geschäft gerade, sehe ich im Geistlichen, dass dieses Baby wieder aufsteht. Und ich weiß sofort, das war so eine Sache von ein paar Sekunden, das Kind wird leben, Ende. Ja. Und es war ziemlich schnell erledigt. Ich gehe ins Geschäft zurück und frage dann später nach, ja, was ist jetzt passiert mit diesem Kind? Und ja, wie durch ein Wunder, so geht es immer los, ja, wie durch ein Wunder. Sie waren angekommen im Krankenhaus, haben nochmal getestet, plötzlich waren wieder erwarten Herztöne da. Normale Geburt, das Kind lebt, ist ein Segen für die Gemeinde, für die Familie, kein Schaden da drin. Was möchte ich sagen? Nicht, ich war alleine da drin. Viele wurden als stellvertretende Dritte aktiviert. Bitte unterschätzt nicht die Nachrichten, die du bekommst. Nicht Trübsal blasen und sagen, oh, alles ist so schlimm, sondern nimm es als Punkt und sag, jetzt bete ich wie dieser Hauptmann. Dir geschehe nach deinem Glauben. Ja? Alles ist möglich für den, der glaubt. Nächste Möglichkeit, kennt ihr diese vier Freunde mit dem Gelähmten? Der Gelähmte kommt nicht an Jesus ran. Alles ist knackevoll. Die hatten keinen Sicherheitsabstand wie wir, ja, wo man durchkommt, sondern der konnte nicht durch, es war knackevoll. Die vier Freunde kommen nicht rein. Dann sagen sie, alles klar, wir gehen auf den Dach hoch, machen alles auf, es bröselt runter, ja. Jesus muss das Zeug darunter tun. Der Hausbesitzer freut sich, dass sein Dach auseinandergenommen wird und der Kranke kommt mitten während gepredigt wird runter. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Trubel ohne Ende. Der Glaubende macht auch Trubel. Geil. Okay. Kranke kommt runter. Was sagt Jesus? Es gibt also Jesus, es gibt den Kranken und es gibt die Gelähmten. Es gibt also die Gelähmten und es gibt die vier Freunde. Ja? Die vier Freunde sind wie diese stellvertretende dritte Person. Und Jesus sieht diesen Kranken, er kommt runter und er sieht den Glauben der vier. Und als er ihren Glauben sah, von den vier,
spricht er zu dem Kranken: Steh auf. Cool, oder? Wegen dem Glauben der vier wurde der geheilt. Ich möchte dich ermutigen, sei du einer von den vier. Bring deine Familie, deine Freunde, die Kranken in deinem Hauskreis, die Leute um dich herum, bring sie wie die vier Freunde zu Jesus. Wenn er selber nicht kann, wenn er selber nicht mehr beten kann, wenn er selber keine Power mehr hat, bring du ihn zu Jesus. Und in diesem Moment, wenn Jesus deinen Glauben werden sehen wird, wird er zu ihm sprechen. Das ist neutestamentliche Botschaft. Ich möchte dich ermutigen da drin. Diese drei Ebenen gibt es. Ich persönlich meine, der Kranke selbst ist das Wichtigste, dass er selber Glauben hat. Das ist entscheidend. Punkt Nummer zwei, der Heilungsvermittelnde, also der, wo betet. Beispiel Healing Rooms oder Heilungsräume von heute. Und drittens bist du, der vielleicht nicht krank bist, aber um dich herum Notfälle hast. Bitte bete dafür, geh rein und erwarte, dass alles möglich ist für den, der da. Dann gibt es zwei verschiedene Arten von Heilung. Punkt Nummer eins ist die Sofortheilung, die wollen wir immer haben. Punkt Nummer zwei ist der Prozess der Heilung. Ja? In meinem Leben habe ich meistens einen Prozess der Heilung erlebt, meistens immer. Ja? Gott spricht zu mir, ich glaube auch, dass in diesem Moment, wo Gott gesprochen hat, die Heilung in meinem Leben schon sofort vollbracht ist, weil es am Kreuz geschehen ist. Bis es aber sichtbar wird nach außen, dauert es manchmal. Also als ich damals von der MS geheilt wurde, hat es langsam wieder begonnen. Langsam hat ein halbes Jahr gedauert. Ich musste festhalten und der Prozess ging langsam wieder auf. Ich konnte wieder laufen, konnte wieder schreiben, habe alles wieder gespürt, alles wieder gesehen. Es war so ein Prozess auch in meinem Leben. Ich bete oft für Sofortheilung. Ja? Lass uns glauben für Sofortheilung. Ja? Aber wenn es ein Prozess wird, Hauptsache Heilung. Ja? Und wichtig ist, lass uns daran festhalten, egal welche Ebene, aber wichtig ist der Glaube. Dann die zweite Ebene, nicht durch Glauben, sondern durch die Gnade. Es gibt also auch, durch die Gabe. Es gibt also auch die Gabe. Es gibt, 1. Korinther 12 gibt es beschrieben, die neuen Geistesgaben. Ja, es gibt also Weisheit, Erkenntnis und so. Und einer von diesen Geistesgaben ist auch die Geistesgabe des Glaubens, die Gabe der Heilung. Und wir wollen es mal lesen in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in demselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen Unterscheiden der Geister, verschiedene Arten der Sprachen, Auslegung der Sprachen und so weiter. Diese ganzen Ebenen, die es da gibt bei den Geistesgaben. Eine der neuen Geistesgaben ist die Geistesgabe der Gnadengaben, der Heilungen, Mehrzahl. Ja? Es gibt also verschiedene Gabenträger, die auch verschiedene Gunst haben für verschiedene Heilungen. Beispiel der Derek Prince, der ist schon von vielen Jahren schon nach Hause gegangen. Er hat die Gnadengabe, also eine Gnadengabe der Heilung. Wenn er die Füße genommen hat, wurden die immer gleich. Ja, er hat immer gefragt, möchtest du kleiner oder größer werden? Ja, also wenn Leute kleiner werden wollten, dann war der Länge zurück. Und wenn er größer werden wollte, dann meistens der Kürzere. Also fast alle wollten größer werden, dann immer länger. Und da sagt er, irgendwie habe ich eine Gnadengabe für diese Heilung. Warum auch immer. Und so gibt es im Geistlichen verschiedene Gabenträger und manche Gnadengaben haben mit Heilung zu tun. Wir brauchen diese Gnadengaben der Heilung und das ist so wichtig. Warum? Weil der Leib Christi einfach krank ist und wir brauchen diese Gnadengaben, wir brauchen diese Gaben. Ja? Bitte lasst uns nach den Gaben eifern. Das ist so wichtig. Wie eifert man? Indem, dass man es begehrt. Sag, Jesus, ich will es haben. Jesus, ich möchte da rein. Du studierst sein Wort, du übst es, du trainierst es, meldest dich bei den Healing Rooms an und betest mit. Ja? Genau. Und übst einfach diese Gabe einfach da drin. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Gabenträger sind wichtige Stärken der neutestamentlichen Gemeinde und zum Beispiel Prophetie, Weissagung und so weiter. Aber eins ist auch die Gabe der Heilung. Die Gaben kommen meistens immer im Doppelpack. Selten gibt es nur eine Gabe alleine. Ein Gabenträger, der sehr weltweit bekannt ist, ist der Todd White. Todd White kennt ihr mit den Dreadlocks da, ja. Auf der Straße betet er für Leute, die bekehren sich, die werden geheilt und so. Ziemlich coole Nummer.
Und er hat die Gnadengabe der Erkenntnis plus Heilung. Das heißt Erkenntnis, er geht irgendwo hin und sagt, hey, ich glaube, bei dir an der Schulter ist irgendwas. Woher weißt du das? Erkenntnis macht Glaube auf. Wenn der Glaube da ist, dann kommt die Gnadengabe der Heilung. Hände auflegen, Leute werden geheilt. Ja? Also die Gabekombination zwischen Erkenntnis und Heilung. Und diese Kombination ist eine Speerspitze des Evangeliums. Also wir brauchen diese Gabenträger in der neutestamentlichen Gemeinde, die nicht nur auf der Ebene von allen Jüngern für Kranke beten, was auch möglich ist, sondern noch eine Stufe höher gehen als Gabenträger, die mit Geistesgaben der Heilungen oder Gnadengaben der Heilungen dienen. Wozu? Damit die Gemeinde Ermutigung bekommt, Tröstung und Aufbauung. Immer der gleiche Sinn und Zweck, dass die Gemeinde gestärkt wird darin. Und die dritte Ebene ist die Ebene der Gnade. Also erste Ebene durch Glauben, was ich persönlich immer vertrete. Zweite Ebene durch die Gabe, wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und manchmal läuft es ohne jeglichen Sinn und Verstand einfach so. Ja? Ohne jegliche Lösung, ohne unsere deutsche Struktur läuft es einfach so. Man nennt das Ausgnade. Wo steht es? Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ja? Manchmal hat Gott ganz eigene Wege und er möchte einfach Menschen heilen. Ja? Zum Beispiel mitten im Traum kommt Jesus, erscheint Menschen und spricht, jetzt ist seine Zeit der Krankheit zu Ende und plötzlich ist die Gnade da. Ja? Gott kann das machen. Ich kenne so viele Beispiele drin, wo Jesus im Traum Menschen begegnet ist und sie wachen auf, der Jesus steht vor ihnen, spricht zu ihnen und die Zeit der Trübsal ist zu Ende. Ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Das durch Gnade oder Menschen, die im Arabischen sind, wo kein Missionar reinkommt, plötzlich erscheint Jesus ihnen. Ja, sie bekehren sich, sie werden geheilt, sie werden frei. Das geschieht heute so viel und da bin ich so dankbar dafür. Dann gibt es verschiedene Wege zur Heilung oder die Arten der Heilung. Also welche Wege oder welche Arten von Heilung gibt es? Durch Handauflegung, auch in Corona-Zeiten. Markus Kapitel 16, Vers 18, Schlangen werden sie die Hände aufheben, wenn sie Tödliches trinken, wird es sie nicht schaden. Schwachen, sie werden die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden oder sie werden gesund werden. Also der erste Weg ist das durch die Handauflegung. Der zweite Weg ist Salben mit Öl. Das machen wir in der Gemeinde auch oft. Nach Jakobus Kapitel 5, Vers 14 bis Vers 15. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie mögen über ihn beten und mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und er wird ihn aufrichten und wenn er Sünde begangen hat, wird ihm vergeben werden. Hier steht also drin, ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten, sollen mit Öl salben und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Oder retten eben hier. Und wichtig ist Gebet des Glaubens. Das ist entscheidend, ja. Nicht das Gebet des Trübsal oder das Gebet der Not, sondern wenn beide glauben, hat das eine krasse Kombination, ja. Beide glauben. Aber der Weg ist hier eben mit Salben vom Öl. Das Öl selber heilt dich nicht, sondern der Glaube, genau, das Gehorsam in das, was Jesus zeigt, nämlich das Öl, symbolisiert hier zwei Dinge, nämlich Heilung. Und es ist eben wichtig, dass man da reingeht, die Beziehung zum Heiligen, zum Vater und diese Heilung, die dann kommt darüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann gibt es die nächste Ebene. Heilung durch übereinstimmendes Gebet zweier oder mehrerer Personen. Matthäus 28, Vers 18 sagt, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird es ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Achtung, hier steckt ein geistliches Prinzip drin, ein wichtiges. Wie geschieht Heilung? Durch Übereinkunft zweier Menschen. Jesus sagt hier, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird es ihnen vom Vater geschehen oder wird zustande kommen. Wenn Mann und Frau zusammen beten in Einheit, ist eine starke Waffe da drin. Jesus sagt, wo zwei eins werden, worum sie bitten, wird geschehen. Achte bitte auf deine Gespräche im Geschäft. Du kommst morgens rein, morgen kommt er rein, du redest mit denen und dann, oh, mir geht's aber schlecht, oh, draußen ist die Grippewelle, oh, Mann, und die Corona, oh, Mann, und dann geht's los, ja, mit Trübsalblasen. Und du stehst daneben und sagst, mhm. Was geschieht hier geistlich?
zwei Menschen werden sie eins. Worum sie bitten, sagt Jesus, wird geschehen. Mach dich nicht eins mit der Trübsalblaserei von Menschen. Mach dich eins mit Glaubensleuten. Jawohl, so ist es. Weißt du? Mach dich mit dem eins. Ja? Sprich Worte des Glaubens und nicht mach dich eins mit Trübsal-Dinge. Weil hier das ein geistiges Prinzip, die Mächte der Finsternis achten auf die Worte der Kinder Gottes, was sie aussprechen. Denn sie wissen, sie können uns nicht kaputt machen. Das geht nicht, weil die Autorität ist vom Himmel. Aber sie können darauf achten, wenn wir mal was Falsches sprechen, dann wird die von Gott gegebene Autorität missbraucht und sie wird gegen uns wieder gerichtet, denn wir haben gesprochen. Achte bitte auf deine Worte, denn Tod und Leben ist in der Gewalt deiner. So ist es, ja. Wunderbar. Dann nächster Punkt, Heilung durch das Aussprechen des Namens Jesu gegen den Feind. In Apostelgeschichte Kapitel 3, Vers 6 bis 8 haben wir schon gesagt, Silber und Gold besitze ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi und des Nazaräer, geh umher. Und ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort waren seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf und konnte stehen und ging umher. Ja, und das ist echt cool. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Könnt ihr euch das vorstellen, einer, der immer so am Boden ist, kann nicht laufen und so, und er springt und lobt den Herrn. Und was ist hier geschehen? Petrus hat gesprochen im Namen Jesu. Im Namen Jesu, geh umher. Der Name Jesu hat eine Kraft. Sprich den Namen Jesu aus über dein Leben, über das Leben der anderen. Es hat eine Kraft. Nächster Punkt. Heilung durch das Wort Gottes prophetisch hervorsprechen. Also wie können wir Heilung empfangen? Und da bin ich ein Freund davon, in Sprüche Kapitel 4, Vers 20, auch eine der Bibelstellen, die ich oft vorgelesen habe. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Rede neige dein Ohr zu, lasse nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Schon im Alten Testament gibt es hier eine Verheißung für Menschen, die aufs Wort Gottes sich fixieren, die aufs Wort Gottes sich konzentrieren. Und hier ist eine Verheißung auf ein Leben und auf eine Heilung für dein ganzes Fleisch. Schon vor dem Erlösungswerk Jesu ist das schon geschehen. Ja? Bevor überhaupt am Kreuz es geschehen ist, gibt es hier schon eine Verheißung. Mein Wort, auf meine Worte achte. Meinen Reden neige dein Ohr zu. Lasse nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also, wie ist der Weg hier? Vier Punkte. Achte auf Gottes Worte. Auf was achtest du den ganzen Tag? Mein Reden neige dein Ohr zu. Punkt Nummer zwei. Wem gibst du dein Ohr? Wer darf in dein Leben sprechen? Wessen Sprachnachrichten hörst du an? Welche YouTube-Videos hörst du an? Welche Fernsehdinger lässt du dich anhören? Wer darf in dein Leben sprechen? Wem gibst du dein Ohr? Lass nicht aus deinen Augen weichen. Punkt Nummer drei. Wen guckst du an? Wer darf deine Aufmerksamkeit haben? Was schaust du an? Für die, die nicht vom Augen weichen lassen von Jesus, haben eine Verheißung des Lebens und der Heilung. Punkt Nummer vier, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Was ist in deinem Herzen wirklich drin? Wenn Druck zustande kommt, kommt das raus, was drin ist. Und das ist dann im Herzen. Ja? Und diese Menschen, die auf Gottes Wort achten, die ihm zuhören, die ihr Ohr ihm geben und ihr Herz ihr geben und ihre Augen ihm geben, die steht hier drin, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ganzes Fleisch. Ich möchte dich ermutigen da drin, im Wort Gottes ist die Kraft, nicht nur für Heilung, sondern für Leben. Nicht nur für irgendwie Leben in Problemen, sondern in Leben in Überfluss, nach Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und Leben im Überfluss. Ja? Amen. Genau. So, und dann gibt es eine Beziehung zwischen Krankheit und Sünde. Da müssen wir reingehen, das ist wichtig, weil manche Heilungsdienste bauen auf dieser Beziehung auf. Da gibt es zwei Extreme, die unbiblisch sind. Ich zeige euch beide, damit wir in die gesunde Ebene reinkommen.
Wir haben ja schon gelernt, dass Sünde und Tod kamen, durch Sünde kam Tod und Krankheit in die Welt, also der Sündenfall, dadurch kam es überhaupt in die Welt. Ja? Jesus hat es wieder rausgerissen durch den Glauben an ihn. Dann sehen wir aber, dass Sünde auch eine mögliche Ursache sein kann für Krankheit. Und zwar in Johannes Kapitel 5, Vers 14. Danach findet Jesus ihn im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige nicht mehr, damit dir nichts Ärgeres widerfahre. Jesus hat hier jemand geheilt, der freut sich, ist dann im Tempel. Und dann geht Jesus zu ihm und sagt: Oh, ich habe dich gefunden, du bist gesund geworden. Er sagt: Sündige nicht mehr, damit nichts Ärgeres, Schlimmeres dir widerfahre, dass nicht noch etwas Schlimmeres kommt. Also, auf Deutsch gesagt, Theologie von Jesus, wenn du geheilt bist und in Sünde drin steckst, kann es noch schlimmer mit dir werden, laut Jesus. Gibt es also eine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit? Antwort: Ja, gibt es. Ja? Wichtig. Im Dämonischen ist genauso. Wenn Dämonen ausgetrieben werden und die finden ein geschmücktes Haus wieder, also nicht zu mit Wort Gottes, dann kommen 7 Schlimmere wieder rein. Das ist genau das gleiche Prinzip. So auch hier. Also wenn du gesund geworden bist, es geht nicht nur darum, Heilung zu bekommen, sondern eine Lebensveränderung durch den Heiler. Das ist der Punkt. Dass du rauskommst auch aus der Sünde, damit du in die Beziehung mit Gott reinkommst, damit du auch frei bleibst. Es gibt im Heilungsding gibt es 2 Ebenen. Einmal die Krankheit rausschmeißen, damit du geheilt wirst. Diese Ebene. Aber im zweiten Bereich ist den Glauben festhalten, damit du geheilt bleibst. Gesundheit, konstante Gesundheit ist am Kreuz von Golgatha auch geschehen, ist ein Prinzip des Glaubens, genauso wie ein Tausch Krankheit mit Heilung ist. Ja, so ist auch göttliche Gesundheit permanent. Und hier sagt Jesus: Sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Dann Jakobus 5, Vers 17 bis 16. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, Achtung, damit ihr geheilt werdet. Viel Vermag eines gerechten Gebets in seine Wirkung. Diese 2 Bibelstellen, einmal von Jesus, einmal hier von Jakobus, zeigen, es gibt eine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit. Bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich wollte nur zeigen, diese Ebene gibt es. Deswegen gibt es in manchen Heilungsgebeten eine ganze Checkliste, wo du erstmal Sünden bekennen musst. Ja? Es gibt also manche Heilungsdienste, bevor du überhaupt Heilungsgebet bekommst, musst du erstmal Sünden bekennen. Nur damit du wisst, diese Ebene gibt es. Jetzt gibt es 2 Extreme da drin. Ich zeige es dir mal wieder jetzt. Also ein Extrem ist: Es gibt überhaupt gar keine Sünde. Ja, ich habe nie Sünde gemacht. Und deswegen kann ich machen, was ich will. Gott will mich immer heilen. So. 2. Extrem ist: Du hast einen Fehler getan. Gott straft dich. Und jetzt kommt die Sünde. Und dann, da sitzt die Gesetzlichkeit drin. Hier, ja. Ja. Und diese Gesetzlichkeit heißt: Du bist schlecht, Verdammnis, bom, bom, alles obendrauf. Beide Extreme sind schlecht. Das ist die Extreme zwischen den beiden. Ja. Die Wahrheit ist, Jesus hat dich frei gemacht durch das Kreuz von Golgatha, ohne irgendein Zutun. Er hat dir schon alles gegeben, vollständig frei, in allem. Er liebt dich in allem. Er hat dir alles gegeben, vollständig. Aber gleichzeitig gibt es eine Spannung der Sünde, die dich greifen will. So bitte lass die Sünde los, lebe heilig vor ihm und gleichzeitig voll in der Gnade des vollendeten Werken Jesu. Wenn du diese Spannung aufrecht hast, beides, lebst du in dieser spannungsvollen Theologie, ja? Damit man frei wird und dann auch frei bleibt. Das ist die Spannung dahinter. Bitte geh in keine der linken oder rechten Seiten rein, ab in die Gesetzlichkeit oder ab in dieses: Ich kann tun und lassen, was ich will, ist doch alles egal. Nicht so, sondern wir wollen heilig leben vor unserem Gott. Amen. Okay, dann habt ihr noch eine Checkliste für euch. Wie betet man für Heilung? Also wie betet ihr selber für Heilung? Und dann wollen wir noch ein paar Minuten nehmen für Fragen und Antworten. Also wenn du Fragen hast, kannst du dann strecken und dann wollen wir die Fragen beantworten. Punkt Nummer 3, 5, wichtige Tipps. Wie beten wir für Heilung? Erstens, den Willen Gottes kennen. Wie ist der Wille Gottes? Gott will dich heilen, ja? So steht es im Wort drin. Dann, setz dich nicht unter Druck. Ganz wichtig, du musst nicht Leistungsdruck hier produzieren. Punkt Nummer 3, gib nicht auf.
Auch wenn es länger dauert, gibt nicht auf. Punkt Nummer 4, den Mensch im Vordergrund. Das heißt, es geht hier nicht nur um die Heilung, es geht um den Menschen an sich. Der Mensch muss immer im Vordergrund sein, weil dafür ist Jesus ja gestorben. Dann nächster Punkt, mit Ärzten zusammenarbeiten. Ich kriege so oft die Frage immer, da sind Leute im Heilungsgottesdiensten, im Glaubensgottesdiensten und sie haben das im Glauben ergriffen, ich bin geheilt. Und dann sagen sie, jetzt Daniel, werde ich meine Medikamente absetzen. Immer das Gleiche. Ich will es dir direkt sagen, arbeite mit den Ärzten zusammen. Bitte sei den Ärzten gehorsam, bis die Ärzte dir bestätigen, dass die Heilung da ist. Okay? Sei ihnen gehorsam, aber gleichzeitig bete so und glaube so, wie wenn es keinen Arzt geben würde. Ja? So ist ganz wichtig. In meinem Leben, ich war auch krank damals und musste mich spritzen dreimal die Woche, mich selber. Ich war schon im Ausland, habe Heilungsgottesdienste gemacht, Menschen wurden geheilt, ich gehe danach ins Hotel und spritze mich. Ich habe gedacht, hallo, ich bin da total, was bin ich hier für einer? Und ich habe jetzt verstanden, ich darf aber diese Spannung nicht zerschneiden. Eine krasse Spannung zwischen dem, ich bin bereits geheilt, aber ich warte noch auf der körperlichen Ebene, bis die Ärzte das bestätigen. Ich habe jahrelang weitergemacht, bis die Ärzte gesagt haben, hey, sie sind geheilt und bitte, jetzt kannst du absetzen. Alles klar, habe ich dann gemacht. Wichtig also für uns als Missionsverstrahlende Freude, wir empfehlen nicht, die Ärzte ungehorsam zu sein. Wir empfehlen nicht, einfach abzusetzen, sondern bitte mach weiter, was die Ärzte auch sagen, aber glaube genauso dem Herrn für vollständige Heilung. Ja? Wisst ihr, in meinem Beipackzettel stand alles Mögliche drin an Nebenwirkungen. Ui, was da für eine Ladung an Nebenwirkungen kommen sollten. Ich habe Hände aufgelegt, immer auf diese Spritze und gesagt, Jesus, jede Nebenwirkung ist jetzt zerbrochen am Kreuz von Golgatha in Jesu Namen. Und nichts hat mich getroffen von diesen Nebenwirkungen. Vollständig, ohne Nebenwirkungen durch, weil Gott dich schützen kann vor allem. Ja, hab keine Angst. Für Gott ist alles möglich. Amen. Deswegen wichtig, mit Ärzten zusammenarbeiten. Jesus sagt auch, geht bitte zu diesen Priestern und zeigt euch da, sie sollen euch die Heilung bestätigen. Dann bitte sei nicht enttäuscht, wenn es mal nicht klappt, wenn es länger dauert, sei bitte nicht enttäuscht, gib nicht auf, das ist ganz wichtig. Ja? Bete wirksam und zweifle nicht. Nicht zweifeln. Und dann sprich und bete in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 14 sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Deswegen lass uns da drin sprechen und beten in Liebe. Und dann ergreife die Autorität und sprich im Namen Jesu. Das heißt, in Jesu Namen, so wie beim Petrus, ich sage in Jesu Namen, steh auf. Und so bitte nimm die Autorität und sprich im Namen Jesu. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, so kannst du für dich selber beten für Heilung. Dann für Leute, die im Heilungsdienst sind, also wir alle, Lord Jesus, weil wir seine Jünger sind, denn wir sollen Kranke heilen und Hände auflegen. Ja, das ist also unser Heilungsdienst. Wie beten wir? Praktische Schritte beim Gebet für andere. Bekenne oder Sünden bekennen und Vergebung aussprechen. Wir haben es vorhin gelernt, es gibt eine Verbindung zwischen Sünde und Krankheit. Deswegen ist es gut, wenn man diese Wurzeln rausschmeißt. Bitte nicht weitersagen, sondern bekennen und somit beerdigen. Ja? Das muss nämlich im Vertrauensverhältnis bleiben. Dann Vergebung aussprechen, das ist wichtig, denn Jesus tut auch Vergebung aussprechen. Üb keinen Druck aus. Sag, jetzt musst du aber. Nein. Die sind schon genug gebeutelt, die Leute von der Krankheit. Bitte keinen Druck. Punkt Nummer 2 ausdrücken. Punkt Nummer 3, ermutige die Person. Ja? Lass uns bitte sie ermutigen. Sag, hey, voll gut, hast schon den ersten Schritt geschafft, voll gut, mach weiter. Lass uns die Kleinen im Glauben stützen, helfen, ermutigen, stärken. Das ist ganz wichtig. Dann Punkt Nummer 4, mit Ärzten zusammenarbeiten, muss ich immer erwähnen. Bitte ermutige sie, dass sie gehorsam sein sollen den Ärzten gegenüber. Gott kann alles schützen, auch alle Nebenwirkungen. Das ist ganz wichtig. Dann richte den Blick auf Jesus. Tu immer zeigen, nicht du bist derjenige, wo alles macht, nicht du bist die Hoffnung der Welt, sondern Jesus ist die Hoffnung der Welt. Ja? Immer sagen, hey, Jesus kann dir helfen, Jesus will das machen. Es muss ein Ziel haben, immer den Blick auf Jesus. Und dann ganz wichtig, wenn du betest, Befehle der Krankheit. Du hast Autorität zu treten auf Schlangen, Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts darf euch schaden. Du hast diese Autorität als Jünger Jesu, du weißt, es ist der Wille Gottes und sprich Krankheit in Jesu Namen. Ich sage dir, steh auf und wirf dich ins Meer und verschwinde in Jesu Namen aus diesem Körper. Ja? Du kannst morgens aufstehen, bei dir selber die Hände auflegen. Durch seine Streben bin ich geheilt, Krankheit, ich gebiete dir, weiche in Jesu Namen. Das kannst du machen, hat eine gute Wirkung. Ja? Kannst du bei anderen machen, hat eine gute Wirkung. Bitte, 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 gib nicht auf. Mach weiter. Letzter Punkt, das Ziel der Heilung. Letzter Punkt, oder? Ja.
oder? Ja, gut. Letztes Mal Ziel der Heilung. Und dann wollen wir noch zu den Fragen und Antworten kommen. Ich höre so auf, wie ich auch begonnen habe. Das Ziel der Heilung ist immer ein einziges, nämlich die Rettung. Dennoch ist uns allen klar, dass Heilung nicht das Wichtigste ist. Viel wichtiger ist unsere Errettung. So wichtig, ja, viel, viel, viel wichtiger. Ein guter Heilungsdienst ist immer ein guter Rettungsdienst, wo Menschen gerettet werden. Ja? Matthäus Kapitel 9, Vers 2 bis 6 sagt, und sie brachten einen Gelähmten zu ihm, der auf dem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, ich habe es vorhin erwähnt, ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, sei guten Mutes, Kind, deine Sünden sind vergeben. Interessant, oder? Also er will ja Heilung haben. Was sagt er? Deine Sünden sind vergeben. Aber er wollte ganz bewusst diese Spannung machen zwischen Heilung und Rettung. Ganz bewusst. Dann geht es weiter hier. Und siehe, einige von den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst, dieser lästert. Und als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr Arges in eurem Herzen? Denn was ist leichter zu sagen, deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen, steh auf, geh umher, ja. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde zu vergeben und so weiter und so weiter, dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh in dein Haus. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jesus hat ganz bewusst hier eine Spannung aufgebaut zwischen Rettung und Heilung. Da kommt ein Kranker und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, obwohl er Heilung braucht. Aber damit das ganz bewusst auf den Punkt gebracht wird, sagt er, damit ihr wisst, dass ich Sünden vergeben kann, heile ich die Person, steh auf, geh nach Hause. Also er tut es ganz eng zusammenführen. Und ich bitte euch, wenn wir beten für Krankheit, nicht du bist die tolle Person, die alles macht, sondern immer zu Jesus führen und sagen, hey, Jesus hat dich geheilt, mach eine Sache mit Jesus, folge ihm nach. Es geht um die Rettung. Ja? Eines Tages ist diese Erde hier zu Ende. Und wir wollen eines Tages im Himmel sein, gerettet, ja, freigesetzt. Ja, und nicht, dann ist nicht entscheidend, wie viele hier geheilt wurden, sondern wie viele haben hier Jesus Christus als Herrn und Heiland angenommen. Wenn du jetzt gerade zuschaust und hast noch nie Jesus Christus als Herrn aufgenommen, ich möchte dich ermutigen, nimm Jesus Christus als Herrn und Heiland auf. Das ist die beste Entscheidung des Lebens, die es überhaupt nur gibt. Und eines Tages ist die Zeit auf dieser Erde hier zu Ende und du wirst vor deinem Schöpfer stehen. Und er wird dich fragen, Herr, hast du meinen Sohn angenommen, mein Sohn Jesus Christus? Für die Jesus angenommen haben, die werden gerettet. Die Jesus nicht angenommen haben, werden verloren gehen. So bitte triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Kann ich einen Amen hören? Amen. Wunderbar, das ist das Sinn und Zweck von Heilung. Und so wollen wir beginnen und so wollten wir auch enden. Jetzt haben wir noch 15 Minuten Zeit. Und ich würde vorschlagen, dass wir noch Fragen und Antworten machen. Ja? Um 5 Uhr geht es oben dann weiter mit Heilungsräumen, also wenn du Heilungsräume, wenn du Gebet haben willst, persönliches Gebet mit Hand auflegen, gibt es dann oben. Und morgen nach dem Gottesdienst um 12 Uhr dann auch. Vielleicht kannst du mal zeigen, diese Liste mit den Zeiten. Wenn die Fragen gestellt wurden, danach werde ich dann das wiederholen, damit auch die Leute online das hören können. Ja? Hier nochmal der Zeitplan. Jetzt um 5 werden wir gleich enden dann. Und heute Abend für die Angemeldeten um 6:30 wieder. Ja? Wenn du spontan dich anmelden willst, kannst du zum Ralf gehen. Geht nicht mehr, schon voll, alles klar. Dann kannst du nach Hause gehen und auf YouTube mitgucken, ja? Okay? Und morgen dann haben wir wieder für die Angemeldeten um 10 Uhr. Tut uns leid mit der ganzen Anmeldung, weil wir haben halt, ihr seht ja, wir haben hier Beschränkungen und so. Aber um 12 Uhr gibt es dann wieder Heilungsräume, ja? Wunderbar, okay, bitteschön. Ja. Die Frage ist, wie verhält es sich mit der Erbsünde, ja? Vielleicht kannst du mitschreiben. Ja. Punkt Nummer 1, wie verhält es sich mit der Erbsünde? Wir waren vorhin in dieser Liste mit den 40 Punkten drin. Wisst ihr noch? Da war einer von diesen Punkten, Punkt Nummer 23. Generationsflüche, Sünden von Vorfahren oder Erbsünde? Ja, das ist diese Frage. Da gibt es große Theologien immer mit Erbsünde. Also gibt es so eine Sache oder gibt es eben so eine Sache nicht? Ist höchst umstritten die ganze Zeit. Manche sagen ja, manche sagen nein. Ich habe es vorhin erwähnt, die Medizin hat schon kapiert, sowas gibt es. Gibt es jemand bei Ihnen in der Familie, die so etwas hatte? So kommt die Frage immer hoch. Ja? Dann gibt es das aber nur eine medizinische Linie. Dann gibt es aber die Frage im Geistlichen, gibt es Erbsünden? Das heißt, der hat das getan und es geht weiter auf dich sozusagen. Ja? Die Bibel im Alten Testament spricht davon, dass die Sünden trifft auf die nächsten Generationen. Weißt du, das steht schon da drin. Im Neuen Testament wird es kaum erwähnt, denn in Galater 3, Vers 13 steht drin, dass der Fluch ist zerbrochen am Kreuz von Golgatha. Ob es die jetzt gibt oder nicht, ist der Weg genau der gleiche. Sagen Jesus, ich nehme diesen Fluch und ich schmeiße ihn ans Kreuz. Und durch das Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha ist diese Sünde zerbrochen.
auch in meinem Leben. Ja? Nehmen wir mal an, es gäbe diese Erbsünde. Nehmen wir mal an, ja. In diesem Moment ist es am Kreuz von Golgatha, der Fluch zerbrochen am Kreuz. Meine Familie mein Opa hat ein Problem mit Alkohol gehabt, Alkoholiker war er. Und mein Vater wusste, wenn er anfängt, wird die nächste Linie mit Alkoholikern produziert. Er hat gesagt, ich zerbreche am Kreuz von Golgatha diesen Fluch des Alkoholabhängigkeit. Er hat nie Alkohol angefasst, ich auch nicht. Und er hat gesagt, ich tue diese Bindung, diesen Fluch am Kreuz zerbrechen. Erstmal geistlich, es ist zerbrochen, und zweitens körperlich, nie reingehen. Und diese Kombination zwischen Tun und zwischen Glauben ist die Lösung gewesen da drin. Verständlich für dich, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Wisst ihr, gute Frage. Also ich wiederhole es kurz für die Leute. Wie geht es in der Welt raus? Wenn man das nicht versteht, dass am Kreuz von Golgatha alles vollbracht ist, geht es dann weiter, ja oder nein? Alles ist möglich für den, der da glaubt. Wenn man das glaubt, dass eine Sünde der Vergangenheit mich treffen kann, wenn man das glaubt, ja, was eine Lüge ist, aber wenn man das glaubt, ist eigentlich aus Angst, dann kommt es zustande. Warum? Nicht wegen der Kraft des Fluches, sondern wegen dieser Angst oder dem Glauben, den man da hat. Alles, wir leben aus Glauben, gleich, leben aus Glauben. Das heißt, wenn man das nimmt und sagt, jawohl, ich glaube, oder wahrscheinlich hat meine Oma mich verhext oder hat eine Generations- oder eine Erbsünde gemacht oder irgendwas war da und man hat Angst davor, dann glaubt man dieser Lüge und somit hat das Recht reinzukommen durch die Angst. Es gibt eine Bibelstelle von Hiob. Was ich gefürchtet habe, hat mich getroffen. Kennt ihr das, ja? So funktioniert es auch mit diesen Dingen, ja? Hiob 3, ja. So, das heißt, wenn man aber weiß, im Glauben zerschneide ich es, aber wie geht es? Im Glauben brauchen wir eine Verheißung wieder. Und die Verheißung ist in Galater 3, am Kreuz ist jeder Fluch zerbrochen. Genau, dann geht es, ja. Das heißt, ja, es kann kommen, aber dann über den Weg der Angst, dann kommt es rein. Ja, es kann zerbrochen werden, aber dann über den Weg des Glaubens, über Galater 3. Beantwortet für dich? Einigermaßen? Okay, gut. Wolltest du was fragen, ja? Und was hast du gemacht dann? Ich habe gehört, man soll jetzt Gott um Vergebung bitten, auch für die Vorfahren, und dann komplett abschneiden. Ja. Okay, wir hören hier ein Beispiel, danke. Wir hören hier ein Beispiel davon, wie durch die Bekehrung und die Gabe der Erkenntnis etwas hochgekommen ist. Und wenn etwas hochkommt, also what God reveals, he heals, das heißt, also was Gott offenbart, wird auch heilen. Und wenn es hochkommt, dann nehmen wir das Ding und schneiden es einfach ab. Und das ist der beste Weg, ja. Das heißt, kommt hoch. Und wenn so ein Ding hochkommt bei der Bekehrung und man sieht, okay, da war irgendwas, dann nehmen wir die Sachen und zerschneiden es einfach. Wisst ihr, welchen Weg man da macht, ob man Buße tut, ob man... Das ist eine Frage des Glaubens. Der beste Weg ist der Weg des Glaubens. Galater 3, der Gerechte wird aus Glauben leben. Manche Kinderchristen brauchen noch dieses Betüttelt werden. Ja, da war was und so. Ist alles okay, ist ja nicht schlimm. Ja? Aber der beste Weg ist der Weg des Glaubens. Glaubst du, dass Jesus Christus dich frei gemacht hat? Jawohl. Und in diesem Moment bist du frei. Das ist der beste Weg. Ja? Der Gerechte wird aus Glauben leben. Okay, gibt es noch Fragen? Bitte. Ich habe gerade die Geschichte von Hiob gehört. Wir wissen ganz am Anfang, dass Gott mit Satan verhandelt hat. Und er hat gesagt, du darfst ihn antasten. Nicht, weil er fürchtet, dass er seine Kinder verliert, dass er krank wird, dass er arm wird, sondern weil sein Glauben geprüft werden soll. Also ich glaube, die Aussage, genau das, was er fürchtet, das kam über ihn, das hat Gott in der Geschichte von Hiob nie bestätigt, weil da müssten alle Angst haben, dass ich Krebs kriege, dass ich meine Kinder verliere, dass ich ein behindertes Kind kriege. Wenn es dann kommt, dann sage ich, das war die Angst,
die mich getroffen hat. Beim Hiob war es auf jeden Fall nicht der Fall. Mhm. Soll ich es gut machen, dass es auch Kinder Gottes treffen kann, die nicht gesündigt haben, die auch keine Erbschuld haben, mhm. sondern dass Gott sagt, in dem Fall, ich weiß, dieses Kind Gottes wird da durchgehen. Mhm. Warum ist er geheilt worden? Weil er nicht bekannt hat, ich habe Angst gehabt, Herr, vergib mir, jetzt ist genau das gekommen, sondern wer die Geschichte von Hiob mhm. liest, der weiß genau, Danke. Deswegen super, was da steht. Und viele werden sagen, was ist mit dem Hiob? Was hat der erduldet? Die haben nicht für mich gebetet. Und es ist der gleiche Gott, der das tut. Mhm. Vielen Dank. Da gibt es eine Bibelstelle in Jakobus Kapitel 1, wo er genau darauf eingeht, Vers 2. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Dann gibt es also diese Ebene, wo er gerade darauf eingegangen ist. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt, dass Ausharren ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es gibt also eine Möglichkeit im Neuen Testament, im Neuen Bund jetzt, Gedanke, ja, mit Versuchung so, dass am Ende ein Ziel zustande kommt, nämlich, dass wir keinen Mangel haben, vollkommen vollendet sind und in nichts Mangel haben. Das ist der Gedanke. Also weg mal vom Hiob jetzt, alter Bund. Wir leben im Neuen Bund, ja. Gott will das also, dass wir da reinkommen. Wie kommen wir da rein? Das steht in Vers 2, das hast du ja vorhin erwähnt hier. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Es gibt Versuchungen, oder Epheser 6 sagt, es gibt Angriffe des Feindes, ja, am bösen Tag widerstehen. Was hat es für ein Ziel, diese Versuchungen? Wir sollen erkennen, dass die Bewährung unseres Glaubens, Vers 3, Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, dass wir eben hier vollkommen vollendet sind und in nichts Mangel haben. Und das ist sozusagen der neutestamentliche Weg. Also auf Deutsch gesagt, wenn ein Problem kommt, wenn eine Herausforderung kommt, wenn ein Druck kommt, wenn eine Prüfung kommt oder eine Versuchung kommt, hat das ein Ziel, nicht dich zu zerstören, sondern hat ein Ziel, dich dahin zu bringen zum vollkommenen Werk, vollkommen vollendet und in nichts Mangel haben. Und es beginnt mit der Freude. Danke, Jesus, dass ich versucht werde. Die innerlich wird sagen, nein, 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 ich will nicht. Aber dein Geist sagt, bitte, 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 bitte doch. Ja? Und dann wirst du ausharren. Und dann kommt etwas zustande, dass Gott alles wieder erstattet. Ja? Da haben wir so viele Zeugnisse schon gehört da drin. Okay, nächste Frage. Noch 5 Minuten Zeit und dann wollen wir beten zusammen. Irgendeine Frage noch zum Thema Heilung? Ja, bitte. Was ist mit Behinderungen, wie zum Beispiel das Down-Syndrom oder sowas, was genetisch bedingt ist? Frage ist, was mit Behinderung, Down-Syndrom oder was genetisch bedingt ist. Also ich bin jetzt kein Experte für solche Fälle. Was ich weiß, alles ist möglich für den, der da glaubt. Ja. Wenn du den Glauben hast für solche Leute, dann heißt es auch, du hast eine Gnadengabe oder eine Geistesgabe, wo du sagst, okay, Jesus, ich glaube dir, dein Wort sagt, es ist vollbracht und es geht und ich werde im Glauben die Hände auflegen. Und du machst es und 100 Mal passiert nichts. Und beim 101. Mal kommt es zustande. Und dann bricht etwas durch, eine Geistesgabe bei dir, die genau für solche Leute einen Durchbruch macht. Der Daniel Kolender hat mal den Rainer Bonke gefragt. Ja, er musste anfangen, da zu predigen und sagt, wie machen wir für Heilung beten? Wie machen wir das? Und dann sagt der Rainer Bonke zu ihm, bete, und sagt, ja, und wenn nichts geschieht, dann bete, wenn 100 Mal nichts geschieht, dann bete beim 101. Mal so, wie wenn alle 100 davor geheilt wurden. Das fand ich cool, ja. Und dann hat er es gemacht und er erlebt so viele Heilungen jetzt als Nachfolger eben bei Zephan, weil er betet, wie wenn alle geheilt worden wären. Also ein Geheimnis bei vielen Leuten, die im Heilungsdienst arbeiten, ist, dass sie beten und es geschieht nichts und sie wissen nicht warum. Bei fast allen so. Und wenn du dann diese Enttäuschung wegnehmen kannst, auch bei Behinderungen, bei Down-Syndrom, wo echt schwierige Sachen sind und du sagst, Jesus, ich danke dir, aber du hast mir ein Herz gegeben, ich lege dir Hände auf und ich glaube für vollständige Ordnung da drin, entsprechend deinem Wort und du betest 100 Mal, beim 101. hast du einen Durchbruch, mach das. Ja? Die Antwort kann ich dir geben. Der Todd White, kennt ihr den, hab ich schon erwähnt, der hat für 700 Leute gebetet, bevor der erste geheilt wurde. Hat er mal erzählt, hier in Stuttgart war er hier. Und hat gebetet für alle möglichen im Supermarkt, überall gebetet. Niemand ist geheilt worden. Und dann fragt er da, 10.000 Leute waren da, habt ihr eure 700 schon durch?
möchte ich fragen, hast du deine 700 schon durch? Ja? Viele starke Leute, viele, die haben große Enttäuschungen erlebt, aber diese Enttäuschungen sind meistens ein Anziehungspunkt, ein Startpunkt für echte Durchbrüche. Und wenn bei dir diese Frage hochkommt, kann es sein, dass ein Herz dafür ist, weißt du, genau für solche Leute. Mach es, sei mutig. Beantwortet es für dich, oder? Ja? Hast du eine Frage? Cool. Sehr gut. Sowas gibt es ja. Es gibt psychische Krankheiten, die mehr und mehr geheilt werden, aber auch Behinderungen und so weiter. Ja. Ich möchte ermutigen, alles ist möglich für den, der da glaubt. So, zwei vor, lass noch die letzte Frage und dann wollen wir zusammen noch beten. Also hier mal eine Frage und dann würden wir zusammen beten. Okay, keine Frage, ja? Frage? Frage? Ja, die Frage ist, ich glaube, das tust du beantworten in deinem Befreiungsdienstseminar, ne? Leute, die sozusagen irgendwo im asiatischen Bereich und in Indien oder irgendwo sich in einen Tempel reingehen und wir wissen, da gibt es Mächte der Finsternis, sie beugen sich und machen die ganzen Rituale, 100% tut man sich da eins machen mit Mächten der Finsternis, 100%. Wenn das zustande kommt, da gibt es alle möglichen Auswirkungen von Schlaflosigkeit, Angstzuständen, was auch immer, da gibt es also Nächte in der Besuche in der Nacht und so. Wie ist der Weg daraus? Wenn sie gerettet sind, das kapieren, das heißt Sünde bekennen, die Wurzel rausschneiden, abschneiden, Sünde vergeben und dann wieder frei werden, das ist der Weg. Ja? Wenn die keine Christen sind, kannst du einfach Autorität nehmen, vor allem die Autoritätsleute, das heißt die Eltern oder die engen Freunde, können dann einfach Autorität nehmen und sagen, Jesu Namen binden wir diese Mächte der Finsternis. Ganz oft ist bei solchen Leuten aber auch, wenn sie merken, die Ärzte können nicht helfen, dann kommen sie irgendwann, hey, könnt ihr mal für uns beten? Und dann ist schon mal der erste Schritt, wo sie sagen, wir wollen da Veränderung haben. Aber Antwort ja, solche Auswirkungen gibt es. Aber das Gute ist, Gott kann freisetzen. Ne? Das ist bei euch ein normaler Dienst in Indien, ne? Alle die freizusetzen. Okay. Gut, wer von euch hat heute 3 Stunden durchgehalten und sagt, ich habe ein Segen heute mitbekommen. Gut. Bibel sagt, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Ja? Ich möchte ermutigen, halte das fest. Auch wenn Enttäuschungen entstehen im Heilungsdienst, gib nie auf, mach es immer weiter. Und mach das, was Jesus sagt, heil die Kranken, weck Tote auf, treib Dämonen aus. Umsonst hat er bekommen, umsonst geht es weiter. Eines Tages, wenn wir im Himmel sein werden und zurückdenken an diese Zeit auf dieser Erde, werden wir dankbar sein für jeden Dienst, den wir für den König Jesus gemacht haben. So möchte ich ermutigen, sei treu da drin. Wenn du Gebet haben willst, ihr werdet gleich oben anfangen. Und dann ansonsten für alle Angemeldeten um 18.30 Uhr geht es dann heute Abend weiter. Ralf wird heute predigen mit einer gesalbten Predigt. Wollen wir noch beten zusammen? Ja, stehen wir auf. Vater, wir danken dir für diesen Nachmittag zusammen. Wir danken dir für diesen Heilungsseminar heute. Wir danken dir für alle Fragen, alle Antworten. Wir danken dir für jedes Rema-Wort, das du heute ausgesprochen hast. Und ich bete, dass jedes Wort, das von dir ist, dass es Herzen berührt, Herzen verändert und Herzen heilt in Jesu Namen. Ich bete, dass durch unsere Hände, durch unsere Münder noch viele Menschen geheilt werden und frei werden in Jesu Namen. Danke, dass wir selber in diesem Heilungserlösungswerk Jesu leben dürfen zu deiner Ehre. Und so segne ich jeden Einzelnen und ich spreche aus, dass kreative Wunder geschehen auf höheren Ebenen in Jesu Namen. Auch, dass unheilbare Krankheiten geheilt werden in deiner Gegenwart in Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Gottes Segen euch.